den Weg nach Wien gefunden haben, dass sie, soweit wir sehen, alle gut angekommen sind. Wir freuen uns über das Publikum, das sich Zeit nimmt. Und wir steigen auch gleich ein. Wir haben einen engen Zeitplan und es ist wichtig, dass wirklich für die Diskussionen Zeit bleibt. Und insofern werden wir uns auch mit unserer Einführung möglichst knapp und kurz halten. Das nimmt sich aus, mit Hans Blumenberg gesprochen, wie solide Wörtlichkeit, wenn wir den Titel unseres Workshops betrachten, Storylines und Blackboxes. Storylines und Blackboxes nutzen wir als Bilder von Formen und sehen dabei bewusst ab von den unterschiedlichen, auch wissenschaftlichen Diskursen, innerhalb derer diesen Begriffen eine spezifische Bedeutung zukommt. So etwa die Storyline in der Drehbucharbeit oder der Blackbox in der Kybernetik oder der Systemtheorie. Die Linie als Bild für autobiografisches Erzählen ist uns wichtig, weil die Linie oftmals in eine Richtung weist, indem sie darauf verweist, dass es keine Brüche geben soll, dass Abweichungen schwer möglich sind, dass Kohärenz der Darstellung ein wichtiges Muster dieses Erzählens ist. Auch die Box kann für die Geschlossenheit des Erzählten stehen, dafür, dass die Box ein- und gleichzeitig ausschließt, dass nicht nur erzählt, sondern immer auch vergessen und ausgeblendet wird, aber auch dafür, dass es schwierig, wenn nicht explosiv sein kann, eine solche Box zu öffnen. Es sind Bilder, die an Ordnungen, Muster, Konventionen erinnern sollen, innerhalb derer sich das autobiografische Erzählen über Gewalt bewegt. Mit Storylines und Blackboxes rücken wir die Frage nach den Formen des autobiografischen Erzählens in das Blickfeld, auf die Darstellung und Gestaltung des Erzählens, ohne dabei den Blick auf die Inhalte darüber zu vernachlässigen. Was über Gewalt erzählt wird, was nicht erzählt wird oder werden kann, dies steht in Wechselwirkung mit kulturellen Formen, in denen dieses Erzählen möglich ist, provoziert wird, möglich gemacht wird, eingefordert wird. Dabei kann unser Gebrauch des Begriffs der Form oder genauer der Formen nur ein Provisorium sein, das dem Rechnung trägt, dass insgesamt Grundbegriffe wie Form, Genre und Format auch innerhalb der jeweils mit Texten und Bildern befassten Wissenschaften sehr kontrovers diskutiert werden. Die interdisziplinären Diskussionen der folgenden Tage könnten zu begrifflichen Klärungen und Annäherungen beitragen. Solide und eindeutig, wie zunächst angesprochen, sind auch die Bilder und die Praktiken des autobiografischen Erzählens über Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus keineswegs. Wir haben nach den Konstellationen zu fragen, in denen kulturelle Formen entstehen, entwickelt werden, transformiert, aber auch verworfen werden. Auch wenn in Bezug auf den Begriff Konstellation seit seiner ersten Hochkonjunktur in den 1920er Jahren schon wiederum mit Hans Blumenberg gesprochen von einem Übergebrauch die Rede sein kann, so lohnt es sich doch, an das damit vor allem durch Theodor W. Adorno skizzierte Programm zu erinnern, an eine Methodik, die Phänomene in ihren angestammten, aber immer auch wechselnden und widersprüchlichen Zusammenhängen aufschlüsselt und dazu auffordert, systematisch immer wieder neue Kombinationen, also Konstellationen aufzubauen und zum Gegenstand der Analyse zu machen. Konstellationen also bleiben undeutlich und können nie vollständig erschlossen werden. Doch mit Begriff und Programm ist auf die Notwendigkeit verwiesen, das autobiografische Erzählen wie auch die kulturellen Formen, die dieses Erzählen unterstützen und verweigern oder verweigern, in Wechselbeziehungen zu erforschen, in historischen und sozialen Konstellationen. Spezifische Konstellationen, ein Ort, ein Zeitpunkt, die Art des Verhältnisses zu den Adressaten und Adressatinnen erzeugen spezifische Modi des Erzählens, die selbst nicht ohne Geschichte sind. Das wird deutlich, wenn man jene beiden kulturellen Formen in den Blick nimmt, die in der Auseinandersetzung mit der Gewaltgeschichte
im Kontext des Zweiten Weltkrieges besondere Bedeutung erlangt haben. Die der Autobiografie auf der einen Seite und die des Zeugnisses auf der anderen Seite. Beide haben weit zurückreichende Traditionen in der europäischen Kulturgeschichte. Beide erzeugen je spezifische Aussagemöglichkeiten. Wenn ich autobiografisch erzähle, dann habe ich damit eine spezifische Agenda. Ich partizipiere an Ideen wie Individualität und subjektiver Autonomie und transportiere damit eine ganz bestimmte Vorstellung vom Einzelnen im Kontext des Sozialen. Und ich tue das mit formalen Elementen, die mir kulturell zur Verfügung stehen. Die Autobiografie hat über die Jahrhunderte eine verbindliche Form entwickelt, die ich in Frage stellen, zerbrechen, transformieren kann, auf die ich aber auch immer wieder zurückfallen kann. In ähnlicher Weise gilt dies auch für das Zeugnis, die Zeugenschaft. Sie verweist auf den hochformalisierten Kontext der Gerichtsverhandlung, aus dem sie Verbindlichkeit, ihren Ethos der Wahrhaftigkeit und ihre gesellschaftliche Relevanz bezieht. Die Form des Zeugenberichts hat sich freilich über diesen engeren sozialen Kontext hinaus entwickelt und ist zu einem spezifischen Einsatz in der Verhandlung gesellschaftlichen Gedächtnisses geworden, der nicht zuletzt in dem mit dem Begriff Zeitzeuge, Zeitzeugin verbundenen Geltungsansprüchen zum Ausdruck kommt. Ein Ausgangspunkt zu diesem interdisziplinären Workshop war nun die Beobachtung, dass diese beiden so unterschiedlichen Genres, Formate, Formen, die Autobiografie und das Zeugnis, in der erinnerungskulturellen Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg in einer, wie uns scheint, weitgehend unreflektierten Weise koexistieren, sich immer wieder vermischen, interagieren und auch ganz spezifische Interferenzen erzeugen. Nicht selten findet man sie synonym gebraucht und tatsächlich ist es oft nicht leicht, eine Erzählung eindeutig einem Genre zuzuordnen. Wir glauben, dass diese Unschärfe symptomatisch ist und dass sie etwas mit der Erfahrung und der Geschichte von Gewalt zu tun hat. Ein Anliegen, das wir mit diesem Workshop verbinden, ist es, diese Unschärfe zum Sprechen zu bringen, herauszufinden, was diese Gleichsetzung von unterschiedlichen so plausibel macht und wie sich die Formen Autobiografie und Zeugnis vermischen, wie sie kooperieren und auch, wo eine Erzählung einen Wechsel vom einen zum anderen Genre vollzieht. Eine unserer Hypothesen in diesem Zusammenhang ist, dass dies häufig dann geschieht, wenn die Erfahrung von Gewalt ins Spiel kommt. Bedingt die Darstellung von Gewalt zum einen, dass die autobiografische Erzählung zum Zeugnis wird, so kann der Modus des Autobiografischen andererseits als einzige Möglichkeit erscheinen, erlittene Gewalt beschreibbar zu machen. Wichtig erscheint uns in diesem Zusammenhang, die gravierenden Effekte des formalen Rahmens auf das, was erzählt wird, im Auge zu behalten. Denn spezifische kulturelle Formen des Erzählens ermöglichen und begründen nicht nur etwas, zum Beispiel subjektive Identität durch die narrative Linie der Autobiografie oder den Anspruch auf Einschreibung ins gesellschaftliche Gedächtnis durch die Referenzialität, die mit dem Zeugnis verbunden wird. Sie begrenzen auch, was erzählbar ist und was nicht erzählbar ist. Darüber in den beiden nächsten Tagen mit Ihnen das Gespräch zu führen, ist uns ein Anliegen. Damit kommen Sie ins Spiel, die Referenten und Referentinnen dieser Tagung, die gemeinsam mit vielen anderen auf unseren Call reagiert haben, indem wir nach den Gewalterfahrungen gefragt haben, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven in den autobiografischen Erzählungen über die Zeit des Zweiten Weltkriegs eine so große Rolle gespielt haben. Es ging und geht uns darum,
die Historizität und die historische Dynamik der Konstellationen und der Erzählungen herauszuarbeiten, in denen über Erfahrungen von Gewalt berichtet wird. Wenn wir uns damit in dem seit Jahren sehr aktiven Forschungsfeld zur Gedächtnisgeschichte der Shoah und der Nachgeschichte des Holocaust positionieren, so haben wir bewusst zwei Erweiterungen gesetzt. Wir wollten zum einen die Formulierung Erfahrungen von Gewalt weit verstanden wissen und haben damit explizit auch die Erfahrung selbst ausgeübter Gewalt adressiert. Dies wurde freilich in den Einreichungen kaum aufgegriffen und wir müssen uns daher fragen, ob wir hier eine Überschreitung gesetzt haben, die so nicht annehmbar war, oder ob wir dies vielleicht viel spezifischer hätten befragen müssen. Vielleicht erhalten wir ja in den nächsten beiden Tagen die eine oder andere Antwort auf diese Frage. Zum anderen wollten wir über den Kontext der deutschen und österreichischen Geschichte bewusst hinausgehen und haben mit der Frage nach Erfahrungen im Kontext des Zweiten Weltkrieges einen weiten Rahmen gesetzt. Dies wurde, wenn auch nicht ganz in dem von uns erwarteten Ausmaß, in den Papers, die wir erhalten haben, aufgegriffen. Und das stimmt uns hoffnungsvoll im Hinblick auf produktive Diskussionen zu den spezifischen Erzählmöglichkeiten und Ausblendungen, die mit unterschiedlichen sozialen und politischen Kontexten, mit kulturell verfügbaren Formen des Erzählens, also kurz mit unterschiedlichen Erzählkonstellationen einhergehen. Bleibt noch, auf die Konstellation zu referieren, in der wir unsere Frage an Sie gestellt haben. Der gesellschaftliche Diskurs, in dem wir uns inzwischen seit längerem bewegen, ist die schon fast formelhaft erscheinende Rede vom Aussterben der Zeitzeugen und Zeitzeuginnen und den Konflikten, die sich im Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis notwendigerweise stellen. Wir wollen diese Rede nun nicht wiederholen, sondern eher zurückfragen. Was ist die Funktion dieser wiederkehrenden Verweise und was wird dabei gesellschaftlich ausverhandelt? Zugleich wollen wir den Umbruch aus einer ganz spezifischen Perspektive aber auch sehr ernst nehmen, nämlich dort, wo es um die Transformation der Darstellungsmodi geht, wo nicht mehr Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sprechen, sondern ihre Worte zum Gegenstand von Darstellung in spezifischen gesellschaftlichen Kontexten werden, wird die Frage nach den sich wandelnden und kontextspezifischen Formen der nun vor allem medial festgehaltenen und wiedergegebenen Zeitzeugenerzählungen neuerlich zum Thema. Die Nachfragen gelten damit nicht nur den Erinnerungen und dem, wer wann, was, wie erzählt hat, den biografischen, sozialen und historischen Konstellationen der Erzählerinnen und Erzähler und des Erzählten. Die Nachfragen gelten immer auch jenen, die dieses Erzählen anregen, ermöglichen, anstoßen, abfragen, provozieren, die Reihe ließe sich weiter fortführen. Den spezifischen Rahmungen und Verhandlungsräumen, in denen sich die unterschiedlichen, sich überlagernden Phasen der Nachgeschichte des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus spiegeln. Die Aufgabe der Kontextualisierung ist demnach eine vielschichtige, nie abgeschlossene und muss immer auch die jeweiligen wissenschaftlichen, politischen, sozialen und medialen Prozesse und deren Akteurinnen und Akteure einbeziehen. Uns also. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen über alle diese Fragen und Nachfragen ins Gespräch zu kommen. Dass dies in diesem Rahmen möglich ist, dies verdankt sich der schönen Zusammenarbeit mit dem Wiener Wiesenthal-Institut, mit Bela Raschke und Eva Kovac. Dies verdanken wir aber auch Silvia Martel-Wurm, der Leiterin der Wien-Bibliothek im Rathaus, die uns so freundlich und so unkompliziert diese Räumlichkeiten für unseren Workshop zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank an die Gastgeberin, die anwesend ist.
Nun an mir, Sie zu unserem ersten Panel zu begrüßen, das den Titel trägt, biografische Erinnerung und, ich muss mich diesem Ding zuwenden, Entschuldigung, biografische Erinnerung und politische Transformation. Die Papers, die wir in diesem Zusammenhang zur Diskussion stellen wollen, erschienen uns aus mehrfachen Gründen als besonders geeignet, unsere Frage nach den unterschiedlichen Konstellationen zum Thema zu machen. Zum einen, weil wir hier sprechen können über eben ganz unterschiedliche politische Kontexte, in denen biografische Erinnerung relevant wird, und andererseits eben auch über den Wandel, über die Veränderung der Figur des Zeitzeugen, der Zeitzeugin und die damit verbundenen Veränderungen von Geltungsansprüchen in der Gesellschaft. Ich stelle Ihnen die erste Referentin vor. Das ist Grete Rebstock. Sie hat Osteuropa-Studien und Ethnologie an der Freien Universität Berlin studiert. Sie hat auch an der Staatlichen Universität von St. Petersburg studiert und sie hat mitgearbeitet bei der Erschließung und beim Lektorat von Interviews aus dem Online-Archiv Zwangsarbeit 1939 bis 1945, und sie arbeitet an ihrer Promotion an der Freien Universität Berlin, die den Arbeitstitel trägt: Die Erinnerungen ehemaliger NS-Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion. Und das ist auch der Zusammenhang, aus dem sie heute in ihrem Paper uns berichten wird. Der Titel ist Verschwiegenes und Erinnertes, Autobiografien ehemaliger NS-ZwangsarbeiterInnen aus Russland. Und ich freue mich schon auf Ihr Paper. Ich sage noch vorab, Sie entnehmen das dem Programm. Wir haben hintereinander die Referate zu je 20 Minuten und es gibt dann eine gemeinsame Diskussion, in der wir hoffentlich Bezüge zwischen den einzelnen Referaten herstellen. Also was Sie Frau Rebstock fragen wollen, versuchen Sie es auch zu notieren, sodass wir es in die Schlussdiskussion, also dieses Panels, aufnehmen können. Ich freue mich auf Ihr Paper und lasse Sie ans Pult. Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. 2001 beschloss der Deutsche Bundestag ein Gesetz zur Entschädigung der NS-ZwangsarbeiterInnen. Im Zuge dieser Kompensationszahlung wurde ein Interviewprojekt durchgeführt unter der Leitung des Instituts für Geschichte und Biografie der Fernuniversität Hagen. Kamen so in den Jahren 2005 und 2006 weltweit knapp 600 Audio- und Videointerviews mit ehemaligen ZwangsarbeiterInnen zustande. Diese Interviews wurden als halboffene narrative lebensgeschichtliche Interviews von Kooperationspartnern vor Ort in der Landessprache durchgeführt. Es ist natürlich auch in meinem Interview-Sample ersichtlich, dass es sich um ein deutsches Projekt handelt und das im Kontext der Entschädigungsauszahlung durchgeführt wurde. Diese Interviews lassen sich heute größtenteils in diesem Archiv finden. Das ist frei zugänglich, man muss sich lediglich registrieren. Es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Und mein Vortrag heute ist ein Werkstattbericht aus der Forschungsarbeit mit den knapp 70 Interviews aus der Teilsammlung Russland, dieses Online-Archivs. Und hier sehen Sie auch als Beispiel
ein Interview aus dieser Sammlung. Sie sehen, es gibt hier rechts ein Inhaltsverzeichnis und es ist jeweils untertitelt in Russisch und Deutsch. Ein Umstand, der viele der vorliegenden Biografien kennzeichnet, liegt darin, dass die rund 60 Jahre zwischen dem Erlebnis der Zwangsarbeit und dem Interviewtermin eine Zeit des Schweigens war. Das ist nicht verwunderlich, wenn man sich die negative Konnotation des Schicksals der ehemaligen ZwangsarbeiterInnen in der Sowjetunion und zu Teilen auch noch im postsowjetischen Russland vor Augen führt. Denn mit dem Generalverdacht des Verrats und einer folgenden Stigmatisierung hatten eigentlich alle diese Menschen Zeit ihres Lebens zu kämpfen. Die Zwangsarbeit für die Deutschen entsprach nicht der triumphalen Erzählweise über den Sieg im Zweiten Weltkrieg und dem zelebrierten Massenheroismus. Eine zentrale Forschungsfrage, die ich an die Interviews stelle, lautet also, wie erinnern sich Menschen, wenn sie ihre Erinnerungen nicht artikulieren dürfen bzw. können? Und hierfür werde ich die Gründe und auch die Auswirkungen dieses genannten Schweigens untersuchen. Des Weiteren geht es anhand des Beispiels der Mutter Heimat um kulturell und diskursiv geprägte Erinnerungspraktiken. Und zuletzt möchte ich zeigen, wie Erinnerung auch geschlechterspezifisch geprägt ist. Sie sehen schon, das ist ziemlich viel und ich werde deswegen auch nur diese Aspekte jeweils anreißen können. Aber es war mir wichtig, auch die Breite des Spektrums zu zeigen, also die Breite der Perspektiven auf autobiografische Erinnerungen. Die Rückkehr der ZwangsarbeiterInnen und Kriegsgefangenen, der sogenannten Displaced Persons in die Sowjetunion nach Kriegsende, war mit einem Aufenthalt in einem Filtrationslager, mit Verhören durch den sowjetischen Spionageabwehrdienst und in etwa der Hälfte der Fälle mit nachhaltigen Repressionen für den weiteren Lebensweg verbunden. Zum Beispiel wurde ihnen die Rückkehr in die Großstädte verwehrt. 6,5% circa wurden direkt an die Geheimpolizei weitergeleitet und entweder zu Todesstrafen oder zu Gulaghaft verurteilt. Sie sehen hier einen Haftbefehl einer Zwangsarbeiterin, die anschließend zu 10 Jahren Lagerhaft verurteilt wurde. Abgesehen von konkreten Repressionen war die Stigmatisierung in den meisten Fällen für das gesamte Leben folgenschwer. Die Identität als ehemaliger Zwangsarbeiter, ehemalige Zwangsarbeiterin war ein Nachteil in zahlreichen biografischen Schlüsselsituationen, zum Beispiel bei der Bewerbung um einen Studienplatz oder um eine Arbeitsstelle. Auch auf privater Ebene, zum Beispiel bei der Suche nach einem Ehemann oder einer Ehefrau, konnte das Zwangsarbeiterstigma zum Problem werden. Die Interviewten erwähnen diese Stigmatisierung, indem sie von sich selbst als mit einem Brandzeichen oder einer Kruste versehen oder als Aussätzige sprechen. Sie erzählen außerdem mit den Bezeichnungen Verräter, Faschist oder als Frau, als deutsche Matratze beschimpft worden zu sein. Da nimmt es nicht Wunder, dass die meisten ehemaligen ZwangsarbeiterInnen auf diese Stigmatisierung mit dem Verschweigen der eigenen Lebensgeschichte reagierten, im öffentlichen, aber auch im privaten Kontext. Selbst nach der Perestroika, als es keinerlei reale Gefahr für Sanktionen mehr gab, thematisierten die wenigsten ihre Geschichte oder wenn dann nur sehr knapp. Der Historiker Heiko Haumann beschreibt diese allgemeine Problematik folgendermaßen. Ich zitiere: Wenn allerdings die Ursachen des eigenen Schicksals in der Öffentlichkeit im öffentlichen kollektiven Bezugsrahmen tabuisiert werden, wie es etwa für die Beschuldigung sowjetischer Soldaten in deutscher Kriegsgefangenschaft oder sowjetischer Zwangsarbeiter in Deutschland galt, ist die Erarbeitung einer Sinnkonstruktion zur Identitätsbewahrung wesentlich komplizierter, oft gelingt sie überhaupt nicht. Zitat Ende. Eine einfache Erklärung des Phänomens des jahrzehntelangen Schweigens kann es meiner Meinung nach nicht geben, denn sie erfordert eine intensive Betrachtung der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft in der Sowjetunion. Zum jetzigen Stand bin ich immer noch dabei, diese in Bezug auf das Stigmatisierungssyndrom zu vervollständigen. Und ich stütze mich dabei auf einige provisorische Thesen, ohne sagen zu können, dass diese durch das vorliegende Quellenmaterial durchweg bestätigt werden können. Das sind 5 Thesen. Erstens, das Schweigen und auch eine bestimmte Erzählweise, die oft anzutreffen ist, erschweren die Konstruktion und die Annahme eines Opferstatus.
Die Opferrolle könnte ja einem Schuldgeständnis gleichkommen und würde dadurch den Erzählenden aus dem Kreis der kollektiven Normalität verweisen. Es ist aber auch zu bedenken, dass der Opferstatus diesen Menschen von offizieller Seite jahrzehntelang verwehrt wurde. Zweitens, im Verschweigen lässt sich eine für das Leben in der Sowjetunion typische Praxis erkennen. Die Verdrängung von subjektiven Erfahrungen in einen Bereich, dessen Kenntnis dem engsten Kreis der Familie oder der Freunde oder sogar nur der eigenen Person vorbehalten ist. Dieses Phänomen benennt der Soziologe Aljek Chachodin Individual Dissimulation, wobei man Dissimulation vielleicht mit Verstellung übersetzen kann. Und an diese These möchte ich auch folgende Beobachtung anschließen, und nämlich, dass die ZwangsarbeiterInnen als Gruppe nicht auf ihren Sonderstatus hin untersucht werden müssen, sondern sie können eigentlich mit dem Großteil der sowjetischen Gesellschaft verglichen werden. Denn sie waren alle vom selben Phänomen betroffen, ein vermeintlicher Schandfleck in der Biografie oder auch in der Familienbiografie musste verborgen bleiben. Und dieses Verbergen wurde schließlich auch zu etwas ganz Alltäglichem. Viertens, all diese Gemeinsamkeiten artikulieren sich jedoch im Einzelnen auf sehr unterschiedliche individuelle Weise. Es gibt sogar einige wenige Extremfälle, denen es gelingt, eine autobiografische Sinnkonstruktion zu schaffen, die ein positives Identitätsgefühl erzeugt. Hier fanden die Menschen etwa in der politischen Widerstandstätigkeit oder in der Bildungsarbeit einen Weg, sich konstruktiv mit dem Erlebten auseinanderzusetzen. Es gibt aber auch viele andere Fälle, in denen ungeachtet von Diskriminierungs- oder sogar Repressionserfahrung nach dem Krieg dem sowjetischen System die Treue gehalten wurde und zum Beispiel der Tag des Sieges stolz mitgefeiert wird. Fünftens, wenn Erinnerung nicht artikuliert wird, dann kann sie auch nicht narrativiert werden. Es könnten dann also andere, nicht-narrative Formen der Erinnerung in Erscheinung treten. Mit diesem Phänomen beschäftigt sich die Slawistin Jihan Gaith, die unter Gulag-Überlebenden eine spezielle Art der Erinnerung ausmacht. Ich zitiere: "Ways to remember that involve caring in some daily way for the very things that they associate with the original hurt." Zum Beispiel ruft ein ehemaliger Gulag-Häftling seinen Hund Josef Stalin. Die Autorin erkennt hier einen Versuch, die Kontrolle zurückzuerlangen. Der Hundebesitzer selbst erklärt seine Wahl damit, dass er nicht vergessen wolle. Hier kann man sagen, funktioniert diese Namensgebung und in gewisser Weise auch die Beziehung zu diesem Hund als komplexer psychologischer Akt der Erinnerung. Die Autorin nennt diese Form der Erinnerung eine nicht-narrative und zwar relationale Form der Erinnerung. Eine solche Form habe ich auch in dem Interview mit Frau Olga Simnitskaya aus dem Online-Archiv erkannt. Sie hat eine sehr dramatische Lebensgeschichte. Sie wurde mit 11 Jahren in das KZ Auschwitz verbracht und wurde dort im Hygieneinstitut der SS ein knappes halbes Jahr medizinischen Versuchen unterzogen. Und sie hat über dieses knappe halbe Jahr keinerlei Erinnerung. Sie sagt also, sie nicht nur keinerlei Erinnerung, sondern sie sagt, sie war ohne Bewusstsein. Abgesehen davon hat sie eine Amnesie, und zwar hat sie alles, was vor Auschwitz war, ihre gesamte Kindheit hat sie vergessen. Sie kann sich also bis in die Gegenwart des Interviewtermins nicht daran erinnern. Ich bringe jetzt ein Zitat aus dem Interview. "Das war kein Einschnitt. An Auschwitz kann ich mich noch gut erinnern, aber da gibt es einfach nichts zu erzählen, außer vom Grauen, außer dem Tod, direkt neben dir. Das waren zerschlagene Köpfe. Da war der ständige Wunsch nach Essen, aber sie haben uns ja jeden Tag ein bisschen gegeben. Ich habe ja überlebt. Irgendwas haben sie uns gegeben. Und dann haben sie uns von Mama weggeholt und ich bin irgendwie eingeschlafen und wieder aufgewacht und dann war ich nur noch Haut und Knochen. So viel Zeit war vergangen." Das bezieht sich auf die Zeit ohne Bewusstsein. Zitat Ende. Sie resümiert ihr Leben mit diesen Worten. Zitat: "Mir ist nie zum Lachen zumute, ich weiß nicht, ich hatte eben keine Kindheit, aber weinen, das konnte ich immer gut, ein bitteres Leben, sehr bitter. Aber ich hatte einen sehr guten Ehemann, sehr gut, ich war sehr glücklich mit ihm.
38,5 Jahre. Sehr gut war er, zärtlich, aufmerksam, klug. Zitat Ende. Ihr Ehemann verstarb 12 Jahre vor dem Interviewtermin. Meine These ist nun, dass ihre Trauer um und ihre Beziehung zu ihrem Ehemann zu Lebzeiten als eben eine solche nicht-narrative und auch relationale Art der Erinnerung betrachtet werden kann. Denn man kann fast sagen, dass sie ihre Ehe ein wenig idealisiert und ihren Mann über den Tod hinaus sehr verehrt. Folgende Zitate dazu. Und manchmal denke ich jetzt an unser Leben zurück, das ist wie ein Märchen für mich, wie ein Märchen. Ich denke mir, meine Güte, ist das wirklich mit mir passiert, mit mir, so lange ist das schon her. Zitat Ende. Über den Tod des Ehemanns sagt sie, wissen Sie, in mir ist alles abgestorben. Mein Mann ist nicht mehr da, ich habe keinen Lebensmut mehr, das Leben hat sich so verändert. Das Leben ist irgendwie nicht, das Leben ist seit dem Tod seines Tages ein ganz anderes. Zitat Ende. Sie gab die gesamte Kompensation, die sie von deutscher Seite erhielt, dafür aus, eine Straße zu dem Friedhof zu bauen, wo ihr Mann heute begraben liegt. Mir scheint es so, als ob ihr Mann und ihre Ehe für all das Gute und der Krieg für all das Schlechte in ihrem Leben steht. Ich komme zum nächsten Punkt. Frau Baschley, eine andere Interviewte, nennt als Motiv für ihre Rückkehr in die Sowjetunion ihre Sehnsucht nach der Mutter und nach der Heimat. Sie wiederholt dreimal, dass ihre Mutter und die Heimat für sie ein und dasselbe bedeuten. Ich zitiere, Mama und Heimat, das sind zwei Dinge, die zu einem verbunden sind und deshalb bin ich zurückgekehrt. Weiterhin sagt sie, die Sehnsucht nach meiner Heimat begleitete mich während meiner gesamten Zeit in Deutschland. Sogar der, der das nicht erlebt hat, kann das nicht glauben. Ich erzähle Ihnen einfach folgende Tatsachen. Als ich in der Bäckerei war, das ist also die Zeit in Deutschland zum Beispiel, dort lebte ich. Am Sonntag ging ich in den Wald und weinte. Dort konnte ich nirgendwo weinen, aber im Wald schrie ich. Ich schrie, Mama, Mama. Ich schrie in einer Art Hysterie. Es war ein regelrechtes Gewimmer. So war es bei mir. So standen es alle durch. Bei mir war Mutter und Heimat gleichbedeutend. Es personifizierte sich in meiner Mutter. Und ich, also ungeachtet dessen, dass ich dort Bekannte hatte, ich langweilte mich. Nein, wissen Sie, das Leben kochte, aber die Sehnsucht, die war unheimlich groß. Auch in anderen Interviews habe ich die Sehnsucht nach Mutter und Heimat in einem Atemzug genannt gefunden. Sie wird als größter Schmerz geschrieben, aber auch als Motiv für die Rückkehr, für die Entscheidung für die Rückkehr nach Hause. Aus diesen Beispielen und der Gleichsetzung von Mutter und Heimat lässt sich die Präsenz der kulturell und diskursiv aufgeladenen Figur Rodina Mat, Mutter Heimat, mit Abrufung der dazugehörigen Emotion Tasca, das ist also die Sehnsucht, von der gesprochen wird, lässt sich auch mit Weltschmerz und Melancholie übersetzen, ablesen. Dafür, dass zum Beispiel dieses Wehklagen im Wald als Tun, als emotionale Praxis gelten kann, sprechen folgende Argumente. Erstens kann man einen sozialen, materiellen und phänomenologischen Hintergrund erkennen und daher von einem situativen Kontext, von dem eine emotionale Praxis als eine situierte Praxis immer abhängig ist. Zweitens gibt es einen starken körperlichen Aspekt, denn hier ist die Rede von Weinen, Schreien, Wimmern, Hysterie, das kontrolliert immer nur sonntags und in der Einsamkeit des Waldes fast wie ein Ritual zum Ausbruch kommt. Der situative Kontext, von dem hier die Rede ist, lässt sich aus zwei Komponenten konstruieren. Erstens ist Mutterheimat tief in der bäuerlichen russischen Kultur verwurzelt und es impliziert, Russland stünde unter dem besonderen Schutz der Gottesmutter. Es erinnert an die noch ältere Idee der Mutter Erde als Spenderin alles Lebens. Darüber hinaus wurde Rodina Mat zur Hauptfigur des stalinistischen Nationalismus und der Kriegspropaganda gemacht. Die starke mediale Präsenz der Figur der Rodina Mat und der populäre Schlachtruf Sa Stalina, Sa Rodino, entwarfen das Bild einer familiären Gemeinschaft. In diesem Sinne kann sogar die Mutterfigur als Komplementierung zu Stalin als Vaterfigur gedeutet werden. Eine andere Perspektive, die Subjekt und Gesellschaft zusammenbringen kann, ist die Geschlechterperspektive. Es ist natürlich wichtig, sich zu vergewärtigen, dass die hier folgende Gegenüberstellung von Frauen- und männerspezifischen Erinnerungen eine duale Geschlechterkategorisierung reproduziert. Und ich möchte diese Gegenüberstellung vorerst mit dem Argument verwenden, dass es sich um
aus der Erfahrungswelt der Interviewten ableiten lässt. Bei einigen der Interviews mit Frauen kam es nur durch Auslassungen und Andeutungen zu einer Schilderung von erfahrener sexueller Gewalt. Gabriele Rosenthal deutet Auslassungen als Schilderungen von Ereignissen, die mit Scham behaftet sind, die verdrängt werden oder die den kulturellen Standards nicht entsprechen. Und genau das habe ich in zwei von mir bislang ausgewerteten Interviews gefunden. Zum Beispiel berichtet Frau Baschlei, ja, als die Deutschen auf dem besetzten Territorium waren, hatten wir fürchterlich Angst, dass sie anfangen würden, uns zu vergewaltigen. Das war so eine Angst unter den Frauen. Wir hatten fürchterliche Angst vor ihnen. Im Folgenden erklärt sie jedoch diese Angst für unbegründet. Sie lässt die Begründung für die Angst aus und produziert durch ihre Aussage einen Widerspruch durch Auslassung. Ein anderes Beispiel ist die Erzählung von Frau Miftah Hutinova, die auf diese Art von Vergewaltigung durch Soldaten der Roten Armee spricht. Wissen Sie, nach dem Krieg, und es hatte ja 4-5 Jahre lang Krieg gegeben, waren diese Soldaten, die Männer, die waren alle ausgehungert. Mein Gott, das erste Mal, wie die da nur zu uns gekommen sind. Oh je, und so war das da alles. Nicht nur für mich allein, der Krieg hat alle genötigt. Den einen zum Hungern, den anderen zu leiden. So liegen die Dinge. An einer späteren Stelle sagt sie, furchtbar, alles kann man nicht erzählen, meine Liebe. Alles habe ich schon gesehen in meinem Leben. Verhüte Gott, dass so etwas, dass das jemand anderem, dass es das nicht mehr geben wird, dass das in der Geschichte zurückbleibt. Sie sehen, im letzten Interviewausschnitt kennzeichnen drei Punkte, dass ein Satz abgebrochen wird. Besonders diese Lücken, dieses Verstummen, lassen sich meiner Meinung nach als Indizien für erlebte sexuelle Gewalt lesen und eben das Unvermögen, darüber zu sprechen. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass auch Männer sexuelle Gewalt erfahren haben. Ich denke jedoch, dass die Auslassungen hier im Vergleich zu den Schilderungen der Frauen noch größer ausfallen und dementsprechend noch schwieriger zu identifizieren sind. Als zweite geschlechterspezifische Besonderheit ist die vermeintlich positive Erfahrung der Zwangsarbeit bei Männern auffällig, wenn diese eine technische oder berufliche Qualifikation in Deutschland erhielten. Zum Beispiel wurde Herr Budin während der Zwangsarbeit für die IG Farbenwerke zum Schlosser ausgebildet. Er beschreibt seine Erfahrung folgendermaßen. Ehrlich gesagt, ich arbeitete gern als Schlosser, ich tat es gern. Ich habe mein Leben lang mit Metall gearbeitet. Nun, so wurde ich vom Meister geachtet. Übrigens, weil ich gut arbeitete, meine Sache gut machte. Zitat Ende. Er spricht von seiner Dankbarkeit für diese Ausbildung. Auch der Meister, ich sagte das bereits, der Meister Ottomann war ein guter Mann. Er brachte mir bei, wie man als Schlosser arbeiten sollte. Ich bin ihm dafür jetzt dankbar. Er brachte mir die Liebe zum Eisen bei. Man kann vermuten, dass eine patriarchalische Vorstellung von Männlichkeit diese Aussage motiviert. Zwangsarbeit stellte für den Mann sicherlich auch auf der Ebene der symbolischen Ordnung eine besondere Erniedrigung dar. Eine Möglichkeit, mit einer solchen Erniedrigung umzugehen, ist die Betonung der positiven Aspekte und Effekte des Erlebten. Die Erniedrigung tritt damit in den Hintergrund und der aktive, direkte Nutzen wird betont, indem gleichzeitig darin ein handelndes Subjekt zugrunde gelegt wird. Es ist möglich, dass Herr Buchen mit seiner Erzählung wahrscheinlich unbewusst diese Strategie der Kompensation verfolgte und damit eine diskursiv geprägte Männlichkeitsvorstellung reproduzierte. Ich möchte betonen, dass meine hier vorgestellten Erklärungen weder vollständig noch abschließend sind. Sie zeigen vor allem die vielen Perspektiven auf autobiografische Erzählungen, die auch deren Komplexität abbilden. Denn ein pragmatischer und strategischer Umgang mit staatlichen Institutionen und offiziellen Diskursen, in diesem Falle in der Form von Repression und Stigma, kann Lebensgeschichte ebenso kennzeichnen wie deren Gliederung anhand einer autobiografischen Sinnkonstruktion. Des Weiteren lassen sich Alternativen zu einer narrativen Form der Erinnerung erkennen und Emotionen können neben ihrer Körperlichkeit diskursiv und historisch geprägt sein. Zuletzt spielt die Geschlechterrolle als soziales und diskursives Konstrukt eine wesentliche Rolle für Biografie und Erinnerung. Ein letzter Gedanke. Die Breite und Farbigkeit an ausgewählten Beispielen zeigt vor allem die Individualität der Erinnerung und führt direkt zu der viel diskutierten Frage nach dem Individuum in der sowjetischen Gesellschaft.
genauer zu folgenden zentralen Fragen, die besonders in der Stalinismusforschung diskutiert wurden und werden. Wie weit schränken staatliche Institutionen und offizielle Diskurse die Handlungsfähigkeit, die Agency des Individuums in seiner Identitätskonstruktion ein? Und welche Mittel und Handlungsspielräume stehen dem oder der Einzelnen zur Schaffung seines Selbst zur Verfügung? Autobiografische Quellen wie die hier diskutierten Interviews bieten die Möglichkeiten, solche Fragen pointiert zu stellen oder gar umzuformulieren und sich damit von einem statischen, essentialistischen Konzept des sowjetischen Subjekts zu lösen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Grete Rebstock, für dieses, wie ich finde, sehr, sehr spannende Eröffnungsreferat und vielen Dank auch für die Zeitdisziplin. Ich stelle Ihnen nun unsere beiden nächsten Referentinnen vor. Das sind Helga Ammesberger und Brigitte Halbmeier. Helga Ammesberger hat Kultur- und Sozialanthropologie und Soziologie studiert. Sie hat schließlich ein Doktorat in Politikwissenschaft gemacht an der Universität Wien und sie ist seit 1993 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Konfliktforschung, ist auch in der universitären Lehre vielfältig tätig. Von ihren zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen nenne ich zuletzt Mauthausen Revisited, gemeinsam herausgegeben mit Helene Miklasch, Sonja Danner und Christian Gmeiner, das ist 2012 erschienen. Brigitte Halbmeier ist Soziologin und Politikwissenschaftlerin, hat ebenfalls ihr Doktorat in Politikwissenschaft gemacht und ist ebenso lange, nämlich seit 1992, sogar ein bisschen länger schon, am Institut für Konfliktforschung, lehrt an der Universität und von ihren Publikationen nenne ich Mauthausen im Unterricht, herausgegeben gemeinsam mit Heribert Bastl, das ist brandneu, 2014 erschienen. Nicht unerwähnt lassen möchte ich zwei Ergebnisse der langjährigen und fruchtbaren Zusammenarbeit von Brigitte Halbmeier und Helga Ammesberger, ihre beiden auf lebensgeschichtlichen Interviews basierenden Bände über das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück in der Erinnerung vom Leben und Überleben und gemeinsam mit Katrin Auer Sexualisierte Gewalt, weibliche Erfahrungen in NS-Konzentrationslagern, ein Band, mit dem ihr, finde ich, sehr wichtige Begriffe gesetzt habt und der sicherlich zu den Standardwerken zu diesem Thema zählt. Helga Ammesberger und Brigitte Halbmeier sprechen nun zu einem Thema, in Interviews das gerade aktuelle Geschehen zum Zeitpunkt der Interviews zum Thema werden kann oder wirksam werden kann. Der Titel Ihres Referats ist Aktuelles Weltgeschehen in Zeitzeuginnen-Interviews 9/11 und der Kosovo-Krieg. Ich freue mich auf euer Referat. Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank auch unsererseits für die Einladung, hier vor Ihnen referieren zu können. Und vielen Dank auch für die freundliche Vorstellung. Johanna Gemacher hatte schon erwähnt, Helga Ammesberger und ich treten ziemlich oft im Doppelpack auf, was auch immer wieder zu namentlichen Verwechslungen führt. Aber auch gerade bei diesen beiden, bei diesem Paper, das wir heute präsentieren, das beruht auf zwei Forschungsprojekten, die wir gemeinsam durchgeführt haben. Eines davon auch, das wir beide initiiert haben. Und daher war es für uns auch selbstverständlich oder eben auch sehr naheliegend, dass wir hier auch gemeinsam uns dem Thema dieser Tagung stellen und dass wir gemeinsam ein Paper ausarbeiten und wir präsentieren. Aber wir arbeiten auch immer wieder getrennt voneinander. Wir haben auch keine PowerPoint angefertigt. Ich hoffe, Sie hängen daher an meinen Lippen, damit Sie mich ausreichend gut verstehen können.
Ja, die Frage nach den Konstellationen autobiografischer Erzählungen über Gewalterfahrungen im Zweiten Weltkrieg, so ja der Titel des Workshops, hat uns beide zur Fragestellung geführt, wie sich möglicherweise aktuelle bzw. jüngst stattgefundene Gewaltakte in Narrationen über eigene, schon länger zurückliegende Gewalterfahrungen widerspiegeln bzw. diese beeinflussen. Ausgangspunkt und gleichzeitig Analysematerial sind zwei Oral History-Projekte mit KZ-Überlebenden, die relativ zeitnah an zwei bedeutenden Gewaltereignissen durchgeführt wurden. Zum einen geht es um Interviews mit österreichischen Überlebenden des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück, die wir beide, Helga Amesberg und ich, in den Jahren 1998 und 1999 durchgeführt haben. In jenen Jahren also, in denen die Kriege im ehemaligen Jugoslawien mit der Auseinandersetzung um den Kosovo, ich nenne hier ethnische Säuberungen, hunderttausende Menschen auf der Flucht, Luftangriffe der NATO und dergleichen, einen weiteren Höhepunkt erreicht haben. Zum anderen haben wir jene Interviews herangezogen, die im Zuge des Mauthausen Survivors Documentation Projects, kurz MSDP genannt, in den Jahren 2002, 2003 in den USA geführt wurden. Dies taten wir unter der Annahme, dass die Flugzeugentführungen mit anschließenden Selbstmordattentaten am 11. September 2001, bekannt geworden eben unter dem Kürzel 9/11, die insgesamt rund 3000 Todesopfer in den USA forderten und deren Bilder, insbesondere die beiden brennenden und in sich zusammenstürzenden Türme des World Trade Center in New York, um die Welt gingen, dass also diese Bilder und Ereignisse in den Erzählungen der US-amerikanischen Interviewees ihren Platz finden. Beide Projekte sahen sich der Methode der lebensgeschichtlich-narrativen Interviewführung verpflichtet, eine Interviewform also, die den Interviewees ermöglicht, ihre autobiografische Erzählung möglichst frei zu gestalten und die den Interviewenden die Rolle zuteilt, die Erzählung des Gegenübers in Gang zu halten und sie durch aktives Zuhören und sensibles Nachfragen voranzutreiben, nicht aber, beziehungsweise erst in einer späteren Phase des Interviews, eigene Themen ins Interview einzubringen. Gabriele Rosenthal hat ja gestern in ihrem Festvortrag auch die Methode kurz erläutert. Entgegen ursprünglicher Absichten haben wir uns in der Analyse jetzt auf jene Interviews beschränkt, die eine Thematisierung beinhalten. Das sind beim sogenannten Ravensbrück-Sample 12 von 42 Interviews, also annähernd 29%, und beim amerikanischen MSDP-Sample 2 von 11 Interviews, also 18%. Das geringe Ausmaß der Erwähnung widerspricht unserer ursprünglichen Annahme, dass in den Interviews eine breite Thematisierung der beiden Ereignisse stattfinden würde. Im Falle des Kosovo war der Krieg noch im Gange. Nach Jahrzehnten des Friedens in Europa war es im ehemaligen Jugoslawien zu zigtausendfachem Leid gekommen. Aus Nachbarn wurden Feinde, um einen bekannten Buchtitel von Hazel Rosenstrauch, aus Nachbarn wurden Juden, etwas abgewandelt zu zitieren. Es kam zu Massenerschießungen, Konzentrationslager, Verfolgungen aufgrund ethnischer Zugehörigkeiten. Über Jahre hinweg berichteten die Medien bereits über diese Gräueltaten. All das würde, so unsere Annahme, mit eigenen Verfolgungserfahrungen während der NS-Zeit in Beziehung gesetzt werden. Erst recht vermuteten wir 9/11 als ein in die autobiografischen Erzählungen verwobenes Ereignis, galt es doch bereits 2004, so Werner Tedesco in einer Untersuchung, als best dokumentiertes Ereignis aller Zeiten. Bis dahin, also bis 2004, waren in den USA bereits 760 Bücher zum Thema erschienen. Es galt als Medienereignis schlechthin, 9/11 als symbolisches Datum, nachdem, Zitat, nichts mehr sei wie zuvor. Warum diese Annahmen nicht zutrafen, lässt sich hier nicht ausführen. Stattdessen wollen wir der Art der Thematisierung nachgehen, also nicht dem Warum, sondern dem Wie.
Dazu wollen wir auf drei Fragen näher eingehen. Die eine beschäftigt sich mit dem direkten Kontext der Erzählungen, also dem situativen Erinnern. Wir schauen uns hier an, in welchem thematischen Kontext die zwei hier im Mittelpunkt stehenden Ereignisse wirksam werden. Führen die thematischen Parallelen von der Gegenwart in der Vergangenheit oder vielmehr umgekehrt? Zweitens, wie wird sprachlich auf diese Ereignisse, Kosovo und 9/11, eingegangen? Welche Aspekte werden thematisiert? Geht es um die Opfer oder geht es um die Täter? Werden die Ursachen thematisiert oder wird über die Folgen resoniert? Und drittens haben wir uns angesehen, welche Rolle spielt die Interviewerin? Geht sie auf die von den Interviewees angebotenen Themen ein und wenn ja, in welcher Weise? Zielt sie mit ihren Fragen auf emotionale Betroffenheit oder politische Konsequenzen, um nur zwei Beispiele von Reaktionen zu nennen? Lenkt sie das Interview auf Parallelen zwischen Vergangenheit und Gegenwart? Diese drei zentralen Fragenkomplexe, also nach Kontext, dem Inhalt und der Initialisierung der Erinnerungen, sollen anhand von zwei Fallbeispielen jetzt illustriert werden, die Ihnen Helga Amesberger darlegt. Ja, das erste Beispiel, das ich bringen möchte, ist von Charlotte S., ein Interview mit Charlotte S., die im Interview über den Kosovo-Konflikt spricht. Charlotte S. ist eine Wiener jüdische Widerstandskämpferin, die die Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und Ravensbrück überlebt hat. Sie hat, also die drei Interviews mit ihr wurden im April und Juni 1999 geführt, also zu einem Zeitpunkt, wo der Konflikt im Kosovo bereits in die Phase der internationalen militärischen Intervention eingetreten ist und auch noch im vollen Gange war. Die Interviewpassage im ersten Interview, in der der Kosovo-Krieg thematisiert wurde, zieht sich über ganze 6 Seiten hin. Im zweiten Interview umfasst sie rund eine halbe Seite. Der Kosovo-Konflikt nimmt damit einen viel breiteren Umfang ein, also im Interview von Charlotte S., als in allen anderen Interviews. Nun zum Interview. Ausgehend von einer Erzählung über den Versuch des bewaffneten Widerstands in Auschwitz-Birkenau stellt Charlotte sich selbst die Frage, also ich zitiere, naja, jetzt beginnt die heikle Frage mit dem Terror. Ich finde, wenn man bei verschiedenen offiziellen Verhandlungen versucht hat, Frieden zu schaffen, jetzt um über den Kosovo zu reden, und immer wieder ist man, wie nennt man das, vertragsbrüchig geworden und hat diese friedlichen Verhandlungen über Bord geworfen und hat doch wieder seinen Weg beschritten, der sehr terroristisch ist. War mehr als terroristisch. Weil, wenn man Tausende und Abertausende Menschen austreibt, sie mordet, massakriert, von ihnen Geld verlangt, noch bevor man sie erschießt und wegtreibt, so finde ich, ist das sehr arg. Und muss dem Einhalt gebieten. Und jetzt frage ich mich, wie? Und nach wie vor wollen die nicht nachgeben. Nach wie vor gibt es bei diesen Verhandlungen Unstimmigkeiten. Und sie wollen das nicht. Was ist das Richtige? Ich bin hin und her gerissen. Ende des Zitats. Also es entspinnt sich in der Folge eine Diskussion zwischen der Interviewten, zwischen der Interviewerin, in die sich schließlich auch der Ehemann von Charlotte einmischt. Und zwar reagiert Charlotte S. auf eine Aussage der Interviewerin sehr stark. Also die Interviewerin hat gemeint, also die NATO-Angriffe seien zu früh erfolgt. Sie sagt dann darauf sarkastisch, man hätte noch ein paar Tausend umbringen sollen. Und hält dann dem Argument der Interviewerin vehement entgegen, dass man dem Treiben schon zu lange zugesehen hätte und es höchste Zeit wäre, einzuschreiten.
Sie ist dann auch irritiert über die Art der medialen Berichterstattung, in der über die eigentlichen Verbrechen der Vertreibung, Folter und Ermordung geschwiegen werde, und zieht schließlich einen Vergleich mit Auschwitz bzw. dem Holocaust, auch wenn sie dessen Alleinstellungsmerkmal in der Geschichte betont. Es ist die in Auschwitz enttäuschte Hoffnung auf Bombenangriffe, die hier implizit zur Sprache kommt. Es ist die Kritik daran, dass die Weltöffentlichkeit bzw. die Alliierten damals die Berichte über die NS-Verbrechen lange Zeit nicht ernst genommen haben, dass man dem Verbrechen der Nationalsozialisten zu lange zugesehen habe. Charlotte erwähnt schließlich, dass sie schockiert über die NATO-Angriffe im Kosovo gewesen sei, aber meint gleichzeitig auch, was hätte man denn anders machen sollen. Im weiteren Verlauf des Interviews evoziert die Rede über den Kosovo-Konflikt zwei konkrete Erzählungen. Also eine über eine nicht näher bezeichnete Konferenz in den 1980er Jahren und eine zweite über die Widerstandstätigkeit der inhaftierten Jugoslawinnen in Auschwitz. Hier kommt Charlotte erneut auf die Notwendigkeit des Handelns, nämlich des Widerstands, zurück. Diesmal fordert sie den zivilen, den individuellen Widerstand ein, abseits der Frage nach militärischer und politischer Intervention. Dass sie hier an die eigene Geschichte anknüpft, ist offensichtlich. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Folgen ihrer eigenen Widerständigkeit erachtet sie diesen Widerstand als notwendig. Der Vergleich mit dem Kosovo-Konflikt, der mit dem Kosovo-Konflikt verknüpften Themen dieses Fallbeispiels mit den restlichen Ravensbrück-Interviews zeigt, dass rund die Hälfte der Interviewten ebenfalls wie Charlotte S. dies im Zusammenhang mit allgemeineren politischen Fragestellungen tun. Solche waren oder sind etwa das Thema der Kollektivschuld, der Verweis auf die Versäumnisse der Alliierten im Zweiten Weltkrieg bei der Rechtfertigung des NATO-Angriffs, also den viele Interviewpartnerinnen als Art Missbrauch also auch bezeichneten, das Scheitern des politischen Bemühens, nie wieder Krieg. Es wurde auch thematisiert Solidarität mit Minderheiten und Ausgegrenzten sowie was man aus der Geschichte lernen könne. Nur bei drei Interviewten führte die Erwähnung des Kosovo-Konflikts zu konkreten Erinnerungen an die eigene Verfolgung bzw. Begebenheiten während dieser. Hier sind es vorwiegend Erinnerungen an die Flucht und Deportation, der zum Interviewzeitpunkt gegenwärtige Konflikt hervorrief. Nur in einem dieser drei Fälle wurde die Erzählung durch eine dezidierte Frage der Interviewerin hervorgerufen. In den restlichen drei Interviews stellt der Kosovo-Konflikt quasi lediglich eine Fußnote dar. Also man kam bei Erzählungen über den Urlaub kurz darauf zu sprechen, ohne dass aber näher darauf eingegangen wurde. Nun zu meinem zweiten Fallbeispiel, der Anschlag auf das World Trade Center, wie er sich im Interview von Jack B. widerspiegelt. Jack B. ist gebürtiger Pole und emigrierte nach der Befreiung in die USA, wo er auch noch zum Interviewzeitpunkt lebte. Er ist ein jüdischer Überlebender der Konzentrationslager Plaschow, Melk, Mauthausen und Ebensee. Im Falle von Jack ist unklar, durch wen das Thema eingeführt wurde, da er einige Sekunden der Aufnahme aufgrund des Wechsels des Speichermediums fehlen. Es liegt aber nahe, die Vermutung liegt nahe, dass Jack B. selbst darauf zu sprechen kam, da die Interviewerin das Ereignis, von dem gerade gesprochen wurde, noch einmal mit 9/11 präzisiert. Entsprechend des Transkripts spricht Jack zunächst darüber, dass er von den USA als Flüchtling sehr freundlich empfangen wurde, aber von eingesessenen
New Yorker Juden abgelehnt wird. Und dann folgt eben folgende Passage, ich zitiere, Interviewer, and the world has changed since then. What are your comments on the way you see the world? How do you see the world since that happened? Check. It's horrifying to see that one human being can do a thing like to another being. I did go through a hell in my way. I can sympathize with the people. What happened? And I don't understand. At present time, right now, I was very pessimistic about these things. I'm afraid there is gonna be more of these things happening. I don't know how to eliminate the terror the terrorists are causing. I don't understand why this is happening. How to stop it? Who knows? I can't answer it. Die Interviewerin konstatiert zunächst, dass sich die Welt seit dem Anschlag verwandelt habe und geht in ihrer Frage auch davon aus, dass sich die Sicht auf die Welt auch für ihren Interviewpartner geändert habe. Die Interviewerin lenkt mit ihrer Frage die Aufmerksamkeit auf sein Weltbild, nicht etwa auf die Politik, die politischen Veränderungen. In der Folge thematisiert Jack in erster Linie seine Gefühle, das Erschrecken darüber, was Menschen anderen antun können, seine Angst vor Krieg und Terror sowie seine durch eigene Verfolgung erworbene Fähigkeit, mit den Opfern mitfühlen zu können. Die Satzfragmente und Zeitenwechsel suggerieren zudem die ständige Präsenz der eigenen Verfolgung des Holocaust. Auffallend an diesem Ausschnitt ist zudem, dass er den Anschlag bzw. die Anschläge dreimal mit these things oder this umschreibt, sie also nicht benennen kann und in einer Art von Schicksalsschlägen von innen spricht. Er fragt sich beispielsweise nicht nach der Motivation der Täter, sondern lediglich, warum so etwas geschehe. Betrachtet man die Frage nach dem Warum mit der diesem Interviewausschnitt vorangegangenen Passage, könnte sie dahingehend interpretiert werden, dass er nicht versteht, warum den USA das angetan wird, einem Land, das ihn und andere Flüchtlinge so freundlich aufgenommen hat. Seine Kontrastierung mit der abweisenden Behandlung durch die eigenen Leute, die New Yorker Juden, bekräftigt dieses Unverständnis nochmals. Und auch hier ist der Holocaust implizit ständig präsent. Auch im zweiten Interview, amerikanischen Interview mit N.W., in dem der Anschlag auf das World Trade Center angesprochen wird, also stehen die Gefühle im Vordergrund und wie bei Jack auch die Frage, wie den USA so etwas angetan werden konnte. Hiermit bin ich am Ende der zwei Fallbeispiele und übergebe nochmals an Brigitte, die zusammenfassen wird. Nur einige wenige Gedanken, dass wir die Zeit nicht überschreiten. Die Präsenz des Kosovo-Konflikts ist allein durch den Umstand, dass dieser nahezu ausschließlich von den Interviewpartnerinnen selbst eingeführt wurde, für uns belegt. Dies könnte der hochgradigen Aktualität geschuldet sein, denn zum Zeitpunkt des Ravensbrück-Interviews war der Kosovo-Krieg noch im Gange, er war noch nicht Geschichte, ich habe es anfangs schon erwähnt. Gleichzeitig haben aber dennoch nur rund 28% der interviewten Ravensbrückerinnen sich auf diesen bezogen. Der Anschlag des World Trade Center, welcher nur in 18% aller mit amerikanischen Mauthausen Überlebenden geführten Interviews angesprochen wird, ist hingegen deutlich weniger präsent, wobei man schon auch immer berücksichtigen muss, dass es hier nur um eine Grundgesamtheit von 11 Interviews handelt. Zur Rolle der Interviewerin. Stärkeren Einfluss hatten die Interviewerinnen darauf, welche Themen im Zusammenhang mit den beiden Ereignissen ausführlicher behandelt wurden. Die fast ausschließliche Thematisierung von Gefühlen in den Interviews mit amerikanischen Überlebenden ist den Interviewfragen geschuldet.
Ebenso manche konkrete Verfolgungserfahrung durch Fragen nach situativem Erinnern in den Interviews mit Ravensbrück-Überlebenden. Auffallend war, dass die Rede über den Kosovo-Krieg deutlich emotionaler aufgeladen war, wenn sie mit Erinnerungen an konkrete Begebenheiten während der Verfolgung verknüpft waren. In den anderen Interviews lässt sich zwar eine gewisse emotionale Dringlichkeit nachzeichnen, dass man den Kosovo-Krieg in aktuelle politische Fragestellungen einbettet, Gefühle selbst werden aber nicht verbalisiert. Situatives Erinnern in dem Sinne, dass etwa aktuelle politische Ereignisse konkrete Erinnerungen an eigene Verfolgungserfahrungen evozieren, scheint daher nur selten vorzukommen. Diese Schlussfolgerung muss aber dennoch vage bleiben, weil wir ja nicht wissen, inwiefern die Berichterstattung, die jahrelange Berichterstattung, nicht bereits vor dem Interview den Erinnerungsprozess beeinflusst und zu einer bereits erneuerten oder überformten Konstruktion der Verfolgungsgeschichte geführt hatte. Explizite Hinweise darauf finden sich in den Transkripten allerdings auch nicht. Um noch einmal auf die Gesamtheit aller Interviews zurückzukommen, zeigt sich, dass auch eine Berücksichtigung des Haftgrunds keine Rückschlüsse auf eine Bezugnahme zum Kosovo-Krieg oder 9/11 zulässt. Beide USA-Interviewees, die 9/11 thematisierten, waren beide als Jude bzw. Jüdin in Polen von den Nazis verfolgt worden. Hier haben wir also gar keine Streuung. Die 12 Ravensbrück-Interviewees decken nahezu sämtliche Haftgründe ab. Politische Verfolgte, Jüdinnen, eine als Zigeunerin Verfolgte und eine Zeugin Jehovas nehmen auf den Kosovo Bezug, wenngleich mit deutlichem Überhang bei den politischen, was aber auch wiederum die Zusammensetzung des gesamten Interview-Samples widerspiegelt, wo deutlich mehr politisch Verfolgte interviewt wurden. Am ehesten drängt sich ein positiver Zusammenhang mit dem Selbstverständnis als politischer Mensch und der Aktivität als Zeitzeugin in Schulen auf. Dies könnte unseres Erachtens auch erklären, warum eben politische Fragestellungen wie Rechtfertigungen von militärischen Interventionen, Kollektivschuld und Frieden, wir haben es gehört, in den Interviews mit österreichischen Überlebenden des KZ Ravensbrück so zentral waren. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Geht das? Ja, es geht sich aus. Ich bin nur schade, dass du jetzt. Ja, herzlichen Dank an Helga Amesberger und Brigitte Haltmeier. Und ich möchte Ihnen nun den Referenten unseres dritten Papers vorstellen, Jörg Bebeleit. Er hat empirische Kulturwissenschaften, europäische Ethnologie in Tübingen studiert und an der Humboldt-Universität in Berlin, und er hat schließlich am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin promoviert. Seit 1999 ist Jörg Skribeleit Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Er ist verantwortlich für die grundlegende Neukonzeption dieser Gedenkstätte. Auch Jörg ist in der universitären Lehre immer wieder tätig und es gibt zahlreiche Publikationen von ihm zu berichten. Ich möchte nur zuletzt nennen Erinnerung ausstellen 2012 Berlin. Jörg Skribeleit kommt fast direkt aus Tallinn, wo der European Museum of the Year Award vergeben wird. Das ist sowas wie der Oscar im Museumsbereich. Die Gedenkstätte Flossenbürg war dort Nominee, und das weiß man aus der vergleichbaren Veranstaltung, dass das schon was ganz was Tolles ist, und er hat zwar bei der Endausscheidung nicht den Hauptpreis, aber doch eine Special Commendation erhalten. Jörg, herzliche Gratulation. Ja, den ersten Preis, jetzt müssen wir vielleicht hinzu erwähnen, hat das Museum of Innocence von Orhan Pamuk in Istanbul gewonnen. Und ich finde, neben einem Literatur-Nobelpreisträger kann man ja gerne einen Ehren-Oscar annehmen. Liebe Johanna, liebe Clara, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Tagung.
Aufgrund des Termindruckes war ich geneigt abzusagen, wollte aber unbedingt hier sein, bin auch nach den ersten Vorträgen froh, dass ich mir den Stress angetan habe und freue mich sehr, zu Ihnen zu sprechen. In der Vorrede von der Johanna und der freundlichen Einleitung kann man ja auch schon hören, dass ich nicht hauptsächlich aus einem universitär-wissenschaftlichen Kontext komme, sondern aus dem Bereich angewandter Geschichtswissenschaft oder Public History. Und aus dieser Perspektive werde ich auch Sie die nächsten 20 Minuten unterhalten. Ich werde auch zwei Videosequenzen zeigen. Das ist mir wichtig. Ich hoffe, dass das mit der Technik funktioniert. Hoffe trotzdem, in den 20 Minuten zu bleiben. In meinem Berufsfeld gibt es momentan wieder einen Boom an Einladungen zu erinnerungskulturellen Tagungen. Wir dachten eigentlich, dass der Peak schon erreicht ist, aber jetzt, vielleicht hat das mit dem nächsten Jahr zu tun, 70. Jahrestag des Kriegsendes, gibt es eine Fülle von Einladungen mit einem großen Schwerpunkt auch im Thema Zeitzeugen. Das ist nicht die einzige Tagung hier. Auf diesen Tagungen gehört es zum guten Ton oder bissiger formuliert zum Ritual, den Vortrag mit Begriffen von kollektiven, kulturellen, kommunikativen und sozialen Begriffen, Gedächtnissen einzuleiten. Nicht alle diese Vorbemerkungen auf diesen Tagungen sind theoretisch völlig durchdrungen. Und wenn sie es sind, dann sind sie meist lässlich, da redundant und den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern eh bekannt. Sodass sie zu einer kulturellen Metapher gerinnen, nämlich der Metapher, dass Gedächtnis oder Gedächtnisse beständig im Fluss sind, von Rahmenbedingungen beeinflusst werden, sich verstetigen oder auch auflösen können, sich auf jeden Fall verändern und dass daran ziemlich viele Akteure beteiligt sind, ob sie nun wollen oder nicht. Soweit eine ganz kurze Zusammenfassung der Gedächtnistheorien von Halbwachs, den Assmanns, Nora und Welzer. Es soll in diesem Vortrag aber um eine andere Metapher gehen, nämlich die Metapher, Johanna hat es ganz am Anfang schon erwähnt bei ihrer Einleitung in die Tagung, nämlich um die Metapher vom Verschwinden der Zeitzeugen oder des Zeitzeugen. Diese Metapher geistert, wie es gar nicht neu, geistert seit mindestens 20 Jahren durch publizistische, politische und pädagogische Debatten und gehört in jeder Gedenkrede, denen man in meinem Berufsfeld auch regelmäßig ausgesetzt ist, mindestens genauso zur Conditio sine qua non wie der pflichtschuldige gedächtnistheoretische Auftakt bei erinnerungskulturellen Tagungen. Ich werde versuchen, in meinen 20 Minuten sehr, sehr holzschnittartig und auch bewusst zuspitzend ein paar Gedanken über den Zeitzeugen, seine Konjunktur und sein vermeintliches Verschwinden zu entwickeln und hoffe, dass wir dann gemeinsam in eine Diskussion kommen. Zunächst zur Konjunktur des Zeitzeugen. Ich gehe hierbei bewusst nicht auf die familiäre oder gesellschaftliche Tradierung von Geschichts- und Gedächtnisinhalten ein, wie das meine Vorrednerinnen zum Teil getan haben und wie es im Rahmen der Tagung noch häufiger kommen wird, sondern ich beziehe mich ausschließlich auf die öffentliche und performativen Umgang mit Zeitzeugeninterviews. Und dabei ausschließlich aus Opferperspektive. In dem Call for Papers war ja auch was mit Tätern angedeutet. Ich werde ein Täterbeispiel bringen, auch zuspitzend und hoffe auch, dass wir im Rahmen der nächsten zwei Tage über Erinnerungen von Tätern sprechen werden. Erstens, Zeugen der Zeit oder die Erfindung des Zeitzeugen. Der Begriff des Zeitzeugen, das ist Ihnen auch nicht neu, beinhaltet keineswegs nur eine temporale Semantik, sondern vor allem auch eine juristische, der Zeuge. Vor etwas mehr als 50 Jahren wurde in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann geführt. Im Simon-Wiesenthal-Institut gab es dazu auch einige Vorträge. Und mit dem Urteil vom 15. Dezember 1961 beendet. Dieser Prozess markiert einen zentralen Wendepunkt in der Historiografie, vor allem aber auch in der Wahrnehmung des Völkermordes an den europäischen Juden. Anders als bei den Nürnberger Prozessen hatte sich die Anklage dazu entschlossen, das öffentliche Verfahren nicht primär auf schriftlichen Dokumenten, die für eine Verurteilung völlig ausgereicht hätten, sondern hauptsächlich auf Aussagen von Augenzeugen, auch damals fiel der Begriff Zeitzeuge schon, von Zeitzeugen aufzubauen. Der israelische Chefankläger Gideon Hausner erläuterte seine Auffassung des Prozesses folgendermaßen, Zitat Gideon Hausner: Der Nürnberger Prozess hat zwar Recht gesprochen, aber es nicht vermocht, die Menschen der Herzen zu bewegen.
Zitat Ende. Seine Prozessstrategie hatte neben Rechtsprechung und emotionalisierender Geschichtserzählung also noch ein drittes sehr gegenwartspolitisches Ziel im jungen Israel, und ich zitiere Hausner nochmal: Es war für die Festigung unserer Jugend unbedingt erforderlich, dass sie die volle Wahrheit dessen, was geschehen war, erfuhr. Zitat Ende. Es war für die Festigung unserer Jugend unbedingt erforderlich. Und das Mittel für die Festigung unserer Jugend waren Zeitzeugenberichte. Durch die Erzählung möglichst vieler und verschiedener Menschen hoffte er, und das ist das letzte Zitat Hausner, dem Phantom die Dimension der Wirklichkeit verleihen zu können. Viele der aufgerufenen Zeugen, und jetzt würde ich Sie bitten, mir zu helfen, sprachen, das ist nicht die erste, sondern die zweite, viele der aufgerufenen Zeugen sprachen zum ersten Mal in der Öffentlichkeit über ihre Erlebnisse. Einer von ihnen war Yechiel Dinur, und ich zeige Ihnen, das wäre der hier, und ich zeige Ihnen einen kurzen Auszug seiner Aussage vom 7. Juni 1900, das ist der zweite, genau, vom 7. Juni 1961, in der er, überwältigt von der Unmittelbarkeit seiner Erinnerung oder vielleicht inszeniert, wie Hannah Arendt ihm vorwarf, mitten in der Aussage ohnmächtig zusammenbricht. Years Muslim in Auschwitz, when I was a Muslim, to withstand Auschwitz, they always left me. They always took leave of me. And the look in their eyes had the promise of my oath in them. Almost 2 years I stayed there, and I was always left behind. I can still see them gazing at me. I saw them in the queue. Hausner, could I perhaps, Mr. Dinur, put a few questions to you, if you can, will consent? As President of Court, Mr. Dinur, please listen to Mr. Hausner and to me. Shh. Check it. Shvubim komchem, bevakasha, ani mevakesh. Es geht mir bei dem Zeigen dieser Passage nicht um die Erzeugung eines emotionalen Schocks. Ja, nicht einmal um die Erzeugung von Empathie ihrerseits, was beim öffentlichen Einsatz von Zeitzeugeninterviews sehr oft leider im Vordergrund steht. Es geht mir darum, ihren Blick für den Entstehungskontext der gezeigten Sequenz zu schärfen. Es geht mir um die Funktion der Person als Zeugen, ganz generell. Es geht natürlich auch um die Nähe oder spätere Ferne zu den erzählten Ereignissen. Ganz wesentliches Element, 1961. Und damit komme ich zum nächsten und zweiten Punkt, es geht mir um Publikum und Dokumentation. Der Eichmann-Prozess wurde von Anfang an gefilmt. Der bekannte amerikanische Dokumentarfilmer Leon Hurwitz hatte den Auftrag, das gesamte Verfahren zu dokumentieren und die Aufzeichnungen nach Ende des jeweiligen Verhandlungstages weltweit an die Fernsehredaktionen zu verbreiten. Das Augenmerk dieser Aufzeichnungen, ebenso wie das Interesse des Publikums im Gerichtssaal, verschob sich rasant vom Angeklagten hin zu den Zeugen. Sie waren die autorisierten Sprecher des Holocaustes. Sie waren die Tatsachen. Sie waren die Träger von Geschichte. Präziser, sie wurden als solche vom Publikum weltweit wahrgenommen. Die Zeugen, nicht der Angeklagte, wurden auf einmal zu den Hauptbeteiligten, weit über den Gerichtssaal und den Prozess hinaus. Die Erfahrungen mit diesen Zeugenaussagen wurden zum Initial weiterer Befragungen, Interviews und Aufnahmen. Dieses Mal nicht im juristischen oder unmittelbar gegenwartspolitischen, sondern im dokumentarischen Sinn. Die ersten Archive mit Holocaust-Testimonies haben ihren Ursprung in den Aufzeichnungen des Eichmann-Prozesses und nicht bei Steven Spielberg, aber das brauche ich Ihnen nicht erzählen. Die Stichworte Spielberg, Publikum und Dokumentation führen uns zum dritten Punkt,
Performing History. Ebenfalls inspiriert durch die Aufzeichnungen des Eichmann-Prozesses begann der Franzose Claude Lanzmann 1974, also einige Jahre später, mit Recherchen zu seinem monumentalen Filmprojekt Shoah. Auch für ihn war von Anfang an klar, dass er diesen Film ausschließlich auf Aussagen von Zeitzeugen stützen wollte. Und das ist der fundamentale Unterschied zu den dokumentarischen Prozessaufnahmen, dass er die interviewten Menschen zu Schauspielern machen musste. Und ich zitiere Claude Lanzmann: Der Film ist nicht aus Erinnerungen gemacht. Vor Erinnerungen graut mir. Erinnerungen sind kraftlos. Der Film bewirkt die Aufhebung jeglicher Distanz zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Erinnerungen, die sieht man doch jeden Tag im Fernsehen. Typen mit Krawatten, die irgendwelche Geschichten erzählen. Man kann sich nichts Langweiligeres vorstellen. Es ist die Inszenierung, die sie wieder zu Figuren werden lässt. Eine dieser Figuren, und das wäre die zweite Sequenz, ist Abraham Bomba. Ein Friseur, der auch in Auschwitz als Haarscherer arbeiten musste und dessen Erzählungen Claude Lanzmann zunächst zu neutral, wörtlich zu leer war. Daher versetzt er ihn in eine ähnliche Situation, die er erleben musste, mit ähnlichen Gesten zurück. Er inszeniert für Abraham Bomba einen Frisiersalon. Der Mann ist lange im Ruhestand, es ist nicht sein Frisiersalon, es kommt aber so daher und interviewt ihn in diesem Frisiersalon. Und das zeige ich Ihnen jetzt kurz. What did you feel? I tell you something. To have a feeling over there was very hard to feel anything or to have a feeling. Because working there day and night between the people, between the bodies, men and women, your feeling disappeared. You were dead with your feeling. You had no feeling at all. And matter of fact, I want to tell you something what it happened. At the gas chamber, when I was chosen in over there to work as a barber, some of women that came in from a transport from my town, from Częstochowa. And from the women, from the number of women, I know a lot of people. You knew them? I know them. I live with them in my town. I live with them in my street. And I was, some of them, they were my close friends. And when they saw me, all of them started hugging me. Abe, this and that, what are you doing here? What's going to happen with us? What could you tell them? What could you tell a friend of mine? He worked as a barber. He was also a good barber in my hometown. When his wife and his sister came into the guest chamber, Shoah, obwohl heute völlig anders rezipiert und verwendet, ist in erster Linie kein Monumentalwerk über die Geschichte der Ermordung der europäischen Juden, sondern über Zeugenschaft und Erzählen darüber. Lanzmanns Interviewmethoden und die Komposition des Filmes geben einen Einblick in die komplexe Beziehung von Geschichte und Zeugenschaft. Es sind Grenzerfahrungen, denen die Interviewten wie auch die Betrachter ausgesetzt sind. Situationen, die die Grenze von Wirklichkeit und Gegenwart in Frage stellen. Claude Lanzmanns Film kam 1985 in die europäischen Kinos. Seitdem wird er regelmäßig in verschiedensten Kontexten gezeigt. Einzelne Interviewpassagen finden sich weltweit in musealen Präsentationen, dabei auch sehr häufig die gezeigte Passage. Allerdings fast immer ohne erklärende Zusatzinformationen über den Entstehungskontext. Vielmehr als authentisches und authentisierendes Element der jeweiligen Ausstellungseinheit. Ich überspringe angesichts der Zeit, weil mir was anderes noch wichtig ist, den vierten Punkt, Oral History als Gegenerzählung und wissenschaftliche Methode. Sie wissen alle Bescheid über die Entdeckung der Oral History, zunächst aus einem politischen, kritisch-geschichtswissenschaftlichen Ansatz, dann später auch als ein ausgefeiltes Methodeninstrumentarium.
Wichtig ist mir aber festzuhalten in diesem Kontext, während in der Geschichtswissenschaft, die Sie alle repräsentieren, sehr bald ausgefeilte methodenkritische Diskurse einsetzten, welche den Erzählern und ihren Geschichten mit einem differenzierten Instrumentarium empirischer Sozialforschung auf dem Leib rückten, entwickelte sich der öffentliche Zeitzeuge immer mehr zur verabsolutierten Authentisierungsinstanz. Der Zeitzeuge diente der Identifikation, die wissenschaftliche Disziplin der Oral History versuchte hingegen genau das Gegenteil, nämlich eine distanzierte Analyse. Verschwinden der Zeitzeugen oder Zeitzeugenboom zur öffentlichen Vernutzung von Individuen und ihren Erzählungen. Diese zwei Rollen des Zeitzeugen in seiner Aussagen, also die des Zeitzeugen als Identifikationsfigur und die als wissenschaftliches Forschungsobjekt, strebten seit den 90er Jahren immer diametraler auseinander und dieses Auseinanderstreben dauert bis heute an. Spätestens ab Mitte der 90er Jahre erfuhr der Zeitzeuge seine Boomjahre. Auch hierfür gab es Gründe, über die wir vielleicht in der Diskussion sprechen können, und die sicherlich auch mit einer beginnenden Opferkonkurrenz zu tun haben. Und auf diese Opferkonkurrenz möchte ich noch zurückkommen, das möchte ich nicht vorenthalten. 1995, zum 50. Jahrestag des Kriegsendes, erschien das deutsche Satiremagazin Titanic, das einige von Ihnen vielleicht kennen, in einer Aufmachung, die sich quasi komplett aus der Zeitzeugenperspektive erklärte. Und hier unter der schönen Überschrift Zapfenstreich im Führerbunker, die letzten Zeugen packen auf, gibt es sehr schöne fiktive Interviews, zum Beispiel mit Bunkerbam, Hitlers DJ oder Beowulf Schwilk, Türsteher im Führerbunker. Dabei ist aber auch Ellen Beatrix, Hitlers Fußpflegerin. Zu dem erwähnten Täterbild, den Höhepunkt dieser Ausgabe 1995, bildete ein fiktives Interview mit dem Greisen Adolf Hitler in einem steiermärkischen Seniorenheim. Das die Motive der Gegenerzählung, die in den 80er Jahren von der kritischen Geschichtsbewegung entdeckt worden ist, und der beginnenden Opferkonkurrenz, wo habe ich ihn denn, aufs Vortrefflichste miteinander verwob. Und Herrn Hitler wird die Frage gestellt, was macht Ihre Gesundheit, Hitler? Miserabel, in den letzten Tagen fühlte ich mich sehr krank. Dazu kamen Momente großer Niedergeschlagenheit. Die ganzen Erinnerungen kommen wieder hoch, die Flucht und Vertreibung aus dem Bunker, die Schmach. Dieses Schicksal haben andere auch. Durch Ihre Schuld wurden Millionen vertrieben, aber Millionen fanden den Tod. Hitler, ich weiß, aber auch ich hatte schwer zu leiden. Ich muss mit meiner Vergangenheit leben. Ich bin ja so gesehen auch ein Überlebender des Holocaust. Die 6 Millionen Juden wird man mir ewig anhängen. Es wirkt überzeichnet, aber aus der Arbeitspraxis in einer Gedenkstätte in der Bundesrepublik kann ich Ihnen versichern, dass die letzten 10 Jahre dies nur wenig überzeichnen. Ich wollte Ihnen noch eine weitere Abbildung präsentieren, aber das schenke ich mir, beziehungsweise schauen Sie nur auf die Unterschrift und bin dann gleich zum Schluss. In einer pädagogischen Handreichung zum KZ Flossenbürg findet sich die Unterschrift Stumme Zeitzeugen auf ihrem Todesmarsch. Ich brauche dazu nichts hinzuzufügen, die völlige Vernutzung des Begriffs Zeitzeuge und so weiter. Boom, Verschwinden, Metapher, was nun? Das ist schon der Schluss. Der Zeitzeuge verschwindet nicht, sondern er ist heute präsenter denn je, wenn auch meist medial vermittelt. Spötter sprechen inzwischen schon von einer Zeitzeugenhypertrophie. Wird der Zeitzeuge also beliebig? Rekapitulieren wir kurz in 2 Sätzen. Der Zeitzeuge hatte in den letzten 50 Jahren mehrere Funktionen, einige von ihnen gleichzeitig. Er war Zeuge im juristischen Sinn, Dokument, Inszenierung, Schauspieler, Gegenerzählung, Forschungsobjekt, universalistische und austauschbare deko-historische Erzählungen, Metapher, aber, und das vergisst man leider zu oft, er ist einfach auch ein menschliches Individuum, dem wir mit Empathie und gleichzeitig kritischer Distanz begegnen müssen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Jörg Skribeleit. Und ich kann schon beim Hinüberspazieren sagen, dass ich mich sehr gefreut habe,
gefreut habe jetzt beim Zuhören, dass für mich eine ganze Menge von Bezügen zwischen euren Papers entstanden sind, die ich so gar nicht erwartet habe. Und ich will nur drei davon benennen. Das eine ist, dass mich sehr berührt hat, dass das Agieren von Erinnerung im ersten und im letzten Interview, das Schreien im Wald oder das Umfallen sozusagen als mögliche Handlungen jenseits des Sprechens Thema geworden sind. Was ich außerordentlich wichtig fand, ist auch, dass eure Papers dadurch verbunden sind, dass sie den Fokus auch auf die Fragenden richten und auf die Rolle derer, die Fragen stellen oder diese Gespräche führen. Und schließlich fand ich, und das haben diese Filmbeispiele nochmal uns auch sehr deutlich geführt, aber auch ihr Bezug eben auf die öffentliche Nutzbarkeit dieses Online-Archivs, auf die Medialisierung dieser Erzählungen und die Frage, wie wir mit diesen Medialisierungen umgehen. Ja, es ist nun die Möglichkeit, Fragen an das Podium zu richten, und ich freue mich auf Ihre Stellungnahmen. Da hinten, Frau Rosenthal, bitte. Ein bisschen lauter, irgendwas mit dem Mikro ist, glaube ich. Ja, jetzt wird es zu laut, oder? Jetzt geht's. Ich würde gern was zum Beitrag von Frau Rebstock sagen. Erstmal etwas, was mir sehr wichtig ist, und zwar die sexuelle Gewalt gegenüber Männern. Ich denke, das ist eine Forschungslücke, an die wir unbedingt ran müssen und es nicht schriftstellerischen Leistungen zuschreiben, wie zum Beispiel der Vorleser, der ja unerträglich ist, dass eine ehemalige KZ-Aufseherin den Vorleser missbraucht. In einem völlig anderen historischen, geografischen Kontext in Norduganda, was ich mit meinem Mann erforscht habe, ist rausgekommen, dass die Regierungssoldaten systematisch als Kriegsmittel die Vergewaltigung von Männern eingesetzt haben. Sie können sich sicher sein darüber, dass nicht gesprochen wird, weil Männer sprechen darüber nicht. Und ich möchte nicht, dass Sie jetzt denken, okay, das ist Afrika. Ich glaube, dass das in Europa auch stattgefunden hat. Ich wollte zu Ihren Analysen noch eine Annahme beitragen. Das gemacht, so, jetzt ist es wieder, aus einer anderen theoretischen Perspektive, und zwar, ich nehme an, dass Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in der Sowjetunion kein Wir-Gefühl entwickeln konnten und dass sie nur eine Wir-Gruppe in der Fremdzuschreibung war, also in der Fremdwahrnehmung und damit natürlich besetzt mit einem negativen Bild. Und ich gehe davon aus, dass dieses Fehlen einer Wir-Gruppe, also wenn ich mein Erleben nur als individuelles Schicksal darstellen kann und nicht wir Zwangsarbeiterinnen haben erlebt, erinnerungsblockierend ist, also dass es schwierig ist, darüber zu sprechen. Das Wir-Gefühl ist etwas, was ermächtigt. Und wenn das nicht da ist, dann bestimmt eigentlich nur der Fremddiskurs das Sprechen, also dass man dagegen ansprechen muss, dass man mit den Nazis kollaboriert hat. Ganz kurze Anmerkung noch zum zweiten Vortrag. Ich würde gern mit Ihnen darüber diskutieren, also jetzt nicht hier, weil es zu lange dauern würde, weil ich habe während des Golfkriegs Holocaust-Überlebende nochmal interviewt, die ich 2 Jahre früher interviewt habe in Israel. Und da habe ich ganz andere Befunde wie Sie. Dazu vielleicht 2 Überlegungen. Die eine ist, ich glaube, es ist ganz stark abhängig, zu welchem Zeitpunkt Sie die Interviews geführt haben. Also wenn das noch kurz nach dem 11. September war, ist es völlig was anderes wie Wochen später, weil Wochen später bestimmt der Diskurs mehr, wie man darüber spricht, und weniger das, was an Erinnerungen auftaucht. Und dann würde ich mir systematisch noch genauer angucken, was ist die strukturelle Differenz zwischen diesen beiden historischen Ereignissen. Also es bedarf ja einer Assoziation zum eigenen Erleben, dass Erinnerungen über den Zweiten Weltkrieg oder den Holocaust in Verbindung gesetzt werden. Danke. Sorry, ja, wenn es Dank so lang war. Vielen Dank für diesen Kommentar. Ich glaube, ich sammle ein bisschen. Ich habe Mechthild Wenken und dann Irina Scherbakova. Und ich bitte um Fragen und kurze Statements, damit wir genug Zeit auch zur Antwort vom Podium haben. Thank you very much. Machtos Franke from the University of Vienna. I also have 2 questions for Frau Rebstock. You are dealing with
Soviet citizens who went to do forced labor in Germany and then returned after the Second World War. In my PhD, I'm dealing with, among others, Soviet citizens who did forced labor in Germany and then met a Belgian there and moved to Belgium in the afterwar period. And so you do have people who remember that in a very different environment. And I do have in my interviews some references about these Belgian Ostarbeiterinnen who travel home, yes? And so sometimes I had the feeling it's such an extraordinary moment when they go to their home country and they meet there not only their parents but also the people they did the forced labor with, that it formed, I have the feeling, a kind of like extraordinary arena where this we feeling could come up and some experience could be addressed or expressed. Do you find references about that in your work? And the second question is this Rodina Mat thing. I also was dealing with it in my work. It all comes down to the fact that you have this master narrative of memory, yes? And everybody in some way needs to relate to it or to find out how it is. And it's very problematic because the master narrative is about the women, the mothers, crying for the Soviet soldiers. But the Soviet soldiers are fighting for liberation and are at the side of the allies, whereas the forced laborers are the collaborators. So you have this other aspect, which is difficult there. And in my interviews, you saw very much that they had very unique and contradictory ways of finding their own role as female collaborators during the Second World War within this master narrative propaganda text. And I am interested to see how you're dealing with that in your work. Thank you. Ich habe jetzt gehört, ich habe noch eine Frage, die an Sie gerichtet ist. Können Sie noch sammeln? Dann ja. Nehmen wir die noch. Ja? Und ich bitte wiederum um kurze Fragen. Ich wollte nur erstens, also vielen Dank für diesen, also sehr, also für eine Frau, für alle Vortragende, und es war ein, also für mich sehr interessant zu hören, besonders natürlich was Frau Rebstock anbetrifft, weil das war der sozusagen Umgang mit den Interviews, die wir zum Teil in Memorial gemacht haben. Und da gibt es natürlich sehr viel zu sagen, aber jetzt meine, also wir haben wenig Zeit und vielleicht nur eine Bemerkung zu dem, was Frau Rosenthal gemacht hat. Klar, gerade dieses Verstecken hinter dem Wir ist sehr wichtig. Also wir sind verschleppt worden. Also wir waren dort zusammen. Also wir sind befreit worden. Also das ist dieses, also es ist sozusagen Gegenteil in diesen Erinnerungen meistens. Und es muss reflektiert werden, warum und wann entsteht dieses Wir. Die Frage geht um die, es geht um die Gewalt eigentlich. Es ist sehr interessant und meine Frage ist, Sie haben einen Unterschied, keinen Unterschied gemacht, aber es ist interessanterweise, es wird viel weniger über die Gewalt von der Seite der Deutschen gesprochen. Wenn was erzählt wird, wird meistens darüber erzählt, dass man irgendwie doch eine Beziehung angefangen hat, angefangen müsste, also irgendwie in einem Dorf, es gibt mehrere solche Erzählungen oder Andeutungen. Von Gewalt wird es gesprochen, wenn es von den eigenen Leuten kommt. Meistens sozusagen von den Befreiern. Und das ist wiederum, und das wollte ich also sozusagen also noch von Ihnen was hören. Ich fand noch die zweite Sache sofort an Frau Haltmeier und Frau Amesberger. Ich fand das höchst interessanter Zugang zu dieser, also zu dieser modernen, sozusagen zu den aktuellen Ereignissen. Fand aber, dass man sich wirklich oft dahinter versteckt und oft dann mehr über die, wenigstens bei uns ist es oft so, ob es nicht bei Ihnen so war, dass man dann gerne also in diesen heiklen Situationen mehr versucht, über die Gegenwart zu reden, als sozusagen über das eigene Traumatische. Und es hat mich, es war sehr interessant, der Vortrag vom Herrn Skribeleit, also darüber denken wir auch die ganze Zeit nach. Es ist aber
Die Frage, die am Anfang stand, von dem Verschwinden der Zeitzeugen, da hätte ich gerne noch, also vielleicht ist mein Deutsch also oder mein Empfinden also nicht gut genug, aber ich möchte noch mal vielleicht sozusagen als etwas, als ein Fazit, also verschwindet der Zeitzeug oder nicht? Also Dankeschön. Ja, vielen Dank und Sie sind besonders häufig adressiert worden, insofern würde ich Sie bitten, nun zu replizieren und dann gehen wir am Podium so weiter. Ist es in Ordnung, wenn ich auf Deutsch antworte für Sie? Gut. Also erstmal zur Frage der Wir-Gruppe, weil das auch Frau Rosenthal angesprochen hat. Ich würde auch sagen, dass die Zwangsarbeiter in der Sowjetunion kein Wir-Gruppengefühl haben. Aber es gab natürlich Bekanntschaften in der Zwangsarbeit, die sich auch über das ganze Leben gehalten haben. Also Freundschaften waren das meistens. Und das waren aber auch so ein bisschen geheime Freundschaften. Also das Verbindende, die Zeit in Deutschland wurde dann vielleicht auch nicht wirklich thematisiert, aber es gab diese persönlichen Beziehungen. Aber ich würde nicht sagen, dass man von der Wir-Gruppe sprechen kann. Und also vielleicht kurz für die Zeit in den 90er Jahren oder zu Ende der Perestroika, wo es auch einen kurzen öffentlichen Diskurs gab, aber ich würde sagen, das ist dann auch wieder verschwunden. Aber ich denke, Frau Scherbakowa ist da die Spezialistin. Vielleicht, ja. Wahrscheinlich bin ich missverstanden worden. Ich habe davon gesprochen, wie man das die Vergangenheit jetzt erzählt. Ja, das habe ich verstanden. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ich wollte sagen, dieses Wir ist meiner Meinung nach, das ist ein Verstecken, das ist eine Anonymisierung irgendwie. Weil das heißt nämlich Wir anstatt Ich. Und zwar ganz oft. Und es wird nicht über mich gesprochen, sondern über uns. So. Und in Bezug auf Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die nicht in die Sowjetunion zurückgekehrt sind, muss ich sagen, da muss ich leider passen. Ich kenne nur einen Fall einer Frau, die in Deutschland geblieben ist. Und ich kann Ihnen leider nichts dazu sagen, aber der Vergleich ist natürlich wahnsinnig interessant. Ja. Und zu Rodina Maat. Ich muss sagen, ich habe diese Ambivalenz unter den ZwangsarbeiterInnen, die Sie angesprochen haben, nicht gefunden. Also für mich, was ich gefunden habe, war wirklich was ich sagte, das als positives Motiv, als Motivation auch für die Rückkehr, als Sehnsuchtsmotiv. Und das hatte nicht diese militärische Konnotation. Das war eher so eine, also ich glaube, das hat auch was mit Sozialisation zu tun, ne? Also die Vaterfigur Stalin und das war eben die entsprechende Mutterfigur. Und die Gewalt in Deutschland und die Gewalt von den eigenen Leuten, meinten Sie sexuelle Gewalt oder allgemein? Weil es ist manchmal schwer zu unterscheiden. Ja, ja. Also ich muss sagen, das fällt mir auch sehr auf. Und das ist auch was, worüber ich immer stolper, weil ich denke, ich will auch keinen falschen Eindruck vermitteln in meinen Vorträgen. Aber ich würde Ihnen da zustimmen. Und ich würde, also meine Erklärung ist einfach, die Leute wissen, das ist ein deutsches Projekt. Das findet im Kontext der Auszahlungen statt und wir haben vielleicht Hemmungen und schön da einiges. Ja, gut. Das war's. Helga und Brigitte, ihr seid auch mehrfach angesprochen worden. Ich möchte beginnen mit den Antworten und möchte auf die Kommentare von Frau Rosenthal eingehen. Ich kann dem nur zustimmen. Also für uns war es auch deutlich, dass der Zeitpunkt der Befragung eine große Rolle spielt. Und wie Sie gesagt haben, die Interviews in den USA, die waren 2 Jahre nach den Ereignissen von 9/11 und dadurch sicher in den Hintergrund geraten. Und das Gleiche gilt mit der strukturellen Differenz. Die Anschläge aufs World Trade Center waren ja eine ganz andere Qualität als die Ereignisse im Kosovo, die viel näher an den Erfahrungen der interviewten österreichischen Ravensbrückerinnen lagen, also Verfolgung, Vertreibung, Verfolgung aufgrund ethnischer Herkunft und dergleichen. Und ich denke, dass
das und beides zusammen spiegelt sich auch in den Interviews wieder. Und dann gäbe es noch viele Gründe anzuführen. Und das waren auch Gründe, warum wir uns nicht so sehr mit dem Warum beschäftigt haben, sondern eher, wie dann tatsächlich diese beiden Ereignisse in den Interviews vorkommen. Irina, zu deiner Frage, ob das nicht, ob sich da nicht eigene Gewalterfahrungen verstecken oder dass man eben anderes vorschiebt, andere Erzählungen produziert, um nicht über eigene Gewalterfahrungen zu reden. Das kennen wir alle zur Genüge. Wir haben das selbst schon mehrfach dargelegt, insbesondere was sexualisierte Gewalt anbelangt. Wie gesagt, wir haben uns nur auf diesen Kontext, diese beiden Ereignisse und der eigenen Gewalterzählungen konzentriert, was nicht heißt, dass eigene Gewalterzählungen nicht vorkommen. Also die Interviews, gerade das Beispiel, was die Helga als Ramsbrückerin Beispiel gebracht hat, ist voll von eigenen Erfahrungen, wie auch immer schwierig, wie schwierig auch immer die Erzählung war, aber es gibt in allen diesen Interviews sehr viele eigene Gewalterfahrungen. Es ging uns nur um diesen speziellen Kontext. Helga, fügst du was an oder was? Okay, Jörg, verschwindet der Zeitzeuge? Meine These ist, dass der Zeitzeuge präsenter denn je ist, also der Zeuge als Begriff. Ich will es ganz kurz machen, in zwei Extremen. Ich hätte Ihnen eine Visitenkarte mitbringen können von einer Tochter eines Flossenbürger KZ-Häftlings und auf der Visitenkarte bietet sie sich selber an als Zeitzeugin der zweiten Generation. Wir sprechen hier nur quasi über das öffentliche Auftreten. Zeitzeuge ist auch eine Medaille, die du inzwischen angeheftet bekommst oder dir selber anheftest. Das ist eine sehr spannende Frage. Familiäre Tradition, natürlich macht es mit den Familien was und mit all dem, was wir methodenkritisch kennen, also ist ein großes und weites Forschungsfeld. Die Reichweite dessen, was wir hier verhandeln, in unseren reflektierten Zirkeln und dem, was dann nach außen dringt, du kannst noch so tolle Zeitzeugenprojekte analytisch analysieren, verschlagworten, in den Kontext einordnen, selbst die Vernutzung und die Vernutzung ist mir wichtig. Die Nutzung nimmt extrem zu und auch die Vernutzung, selbst in völlig reflektierten fachwissenschaftlichen Projekten, auch an der FU, schützen nicht davor, dass sich Großinstitutionen mit bestem Ruf unter den Linden gelegen, eklizistisch die Stücke herauspicken. Wir brauchen ja gar nicht den Namen Knopp nennen oder so, sondern man bastelt sich die Sachen ins Narrativ. Ich habe jetzt eine Wortmeldung vom Podium und dann Julia Wagner. Ja, ich möchte auch noch etwas zu dem Verschwinden oder der Konjunktur der Zeitzeugen sagen. Ich glaube, dass die Zeitzeugen selbst, also die, von denen wir jetzt immer sprechen, durchaus froh sind über diese medialen Hype, sage ich jetzt, von Zeitzeugenschaft und wie sie in den Medien verwendet werden, weil ich habe jetzt schon mehrfach selbst erfahren, dass sie zunehmend Sorge bekommen, dass wenn sie wirklich dann gestorben sind, dass ihre Aussagen von der Wissenschaft zerlegt werden, was ihnen von den Medien nicht droht. Und ich glaube, das ist dieses Spannungsverhältnis zwischen medialer Vernutzung, hast du es genannt, von Zeitzeugen und wie sie von der wissenschaftlichen Community aufgegriffen werden, dass das immer, dass das weiterhin auseinanderklafft und eine gewisse Sorge besteht vor einer sehr kritischen Zugang. Und ich möchte noch was sagen zur Opferkonkurrenz. Du hast genannt Opferkonkurrenz. Hermann Langbein, Vater der österreichischen Zeitzeugschaft, hat das schon 1986 festgestellt. Er hat es genannt Lagerkonkurrenz, dass es eine Konkurrenz gibt zwischen den Zeitzeugen. In welchem KZ hat man mehr gelitten? Also das sind Diskussionen, die sich die Konjunkturen haben. Julia Wagner, bitte. Das war, alle drei Papers waren sehr interessant, gerade das zweite war für mich sehr interessant mit der situativen Erinnerung, da gibt es einige Parallelen zu meiner eigenen Forschung. Ich habe aber Fragen an die beiden anderen Papers und zwar zu dem ersten. Also ich fand das sehr interessant, gerade die relationale, nicht-narrative Erinnerung, die du beschrieben hast. Es wirft aber bei mir die Frage auf, wo sind die Grenzen? Also deine Beispiele fand ich sehr eindrücklich, gerade das mit dem Hund, bei dem
anderen Beispiel habe ich mir aber überlegt, also wo es um die Idealisierung des Ehemanns ging oder der Ehezeit, man könnte das auch auf andere Sachen beziehen. Und bezieht man dann nicht irgendwann jedes Verhalten immer auf das Thema, was einen interessiert? Also meine Frage ist dann, wie wertest du das aus und wie machst du da, wo ziehst du da selber die Grenzen? Und bei dem letzten Vortrag, das ist ja sozusagen der Zeitzeuge oder die Figur des Zeitzeugen von der Wirkung her gedacht. Und gerade bei diesen Beispielen habe ich mir dann auch überlegt, gerade bei Lanzmann, das wirkt ja wahrscheinlich auf ein heutiges Publikum anders als auf ein Publikum, als es rausgekommen ist. Und es wirkt ja jetzt quasi schon, die Interviewsituation wirkt ja jetzt schon historisch. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie man, also gerade wenn jetzt der Zeitzeuge nach deiner These her eben immer, also genauso stark präsent ist, aber eben digital vermittelt, dass es ja da für ein zukünftiges Publikum eventuell eben noch größere Unterschiede ist und ob dann vielleicht sich die Wirkung eben abschwächen würde. Das ist natürlich ein bisschen Spekulation. Ich würde gerne noch eine Wortmeldung dazu nehmen, Imke Hansen, und dann wiederum eine Antwortrunde machen. Ja, von mir vielen Dank für drei äußerst erhellende Papers, und ich habe eine Frage an Brigitte und Helga. Irina hatte ja gerade schon gesagt, inwiefern verstecken sich da eigene Erinnerungen. Mich würde interessieren, inwiefern denkt ihr dieses Phänomen von den Stellungnahmen zu aktuellen Konflikten oder Gewaltausübungen zusammen mit so einem Gedanken von Universalisierung des Holocaust oder der NS-Verfolgung und auch Universalisierung des eigenen Schicksals, der eigenen Erfahrung? Und wenn ihr das so denkt, mit welcher Funktion in Bezug auf die eigene Biografie? Und eine andere Frage noch zu Grete Rebstock, die so ein bisschen an Julias Frage anschließt. Bei dem Interview mit Michael Burin finde ich das sehr interessant, diesen Ansatz, der ja sehr, sehr positiv über seinen Meister, er sagt ja auch Meister, da redet, der ihm in der Zwangsarbeit praktisch Metallarbeit beigebracht hat. Und du sagst ja, dass das eine Erniedrigung kompensieren könnte oder eben mit irgendwie in Zusammenhang mit einer Erfahrung von Erniedrigung steht. Wo manifestiert sich das für dich im Interview? Also wie bist du auf diesen Gedanken mit der Erniedrigung in dem Interview mit Michael Burin gekommen? Ja, vielen Dank. Zeit für die Abschlussrunde. Ich möchte gern wiederum in der Reihenfolge der Papers zu Abschlussstatements das Podium bitten. Ich möchte aber vorher gerne noch eine Frage anschließen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass die Position des Zeitzeugen oder die Identität des Zeitzeuge in Anspruch genommen wird in vielen verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten. Mich würde interessieren, einfach nur, wenn es dazu was gibt in euren Forschungen, inwiefern sehen sich diejenigen, die hier sprechen, als Autobiografinnen? Ist das etwas, was ihr sozusagen vorfindet oder nicht, dieser Bezug auf die Autobiografie? Ja, zuerst der Grete Rebstock, bitte. Ja, kurz zu Herrn Burin. Ich würde sagen, dass die Erfahrung der Zwangsarbeit an sich eine Erniedrigung darstellt. Also das ganze Prozedere, die Deportation, die Unterbringung im Lager. Ich kann jetzt keine spezielle Interviewpassage nennen, wo diese Erniedrigung bei Herrn Burin besonders zutage tritt. Das ist einfach meine Annahme, von der ich ausgehe. Und was Burin eben auszeichnet, ist eben seine wirklich seine Dankbarkeit und auch, dass er auch erwähnt, dass wie sehr ihn das für sein weiteres Leben genutzt hat. Und das ist natürlich auch sicher auch eine Tatsache, also es ist ein Handwerk, das er gelernt hat. Aber nichtsdestotrotz klingt seine Beschreibung von seiner Zeit in Deutschland wie ein besseres Ferienlager so ein bisschen. Und es fällt sehr auf. Zur Frage der nicht narrativen, relationalen Art der Erinnerung. Ich glaube, das ist auch so eine ganz experimentelle Art, irgendwie an Erinnerungen ranzugehen, einfach nach Alternativen zu gucken. Was ist denn, wenn es kein Narrativ gibt? Und das ist natürlich die Frage, also ich bin mir der Gefahr der Überinterpretation bewusst, und ich würde das auch bei Frau Simnitskaya
habe ich es deswegen angewendet, weil es einfach, weil diese Rolle, die ihr Mann hat, so sehr präsent ist und weil es, also es gibt andere Passagen, wo man wirklich merkt, sie verehrt ihn fast kultisch. Also sie geht auch wirklich manchmal davon aus, er wäre noch da in der Wohnung und sie hat Sachen aufgehoben, die er ihr geschenkt hat und sie guckt die immer wieder an und dadurch schöpft sie Kraft und das ist so eine, das ist, ja, das war so auffällig und ich habe gedacht, das kann nichts bedeuten, ne? Das muss was bedeuten, das ist, und ich denke, man hat irgendwie bei solchen Interviews irgendwann so ein Gefühl für die ein, zwei Sachen, die so rausstechen, ne? die so besonders sind, wo man merkt, dass da steckt was dahinter. Da kann auch noch was anderes dahinter stecken und man kann das vielleicht auch anders nennen. Und vielleicht hat ein Psychologe auch einen ganz anderen und viel prägnanteren Term für diese Art der Erinnerung. Aber ja, das ist ein Ansatz. Herr Imke, zu deiner Frage muss ich sagen, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Ich kann jetzt nur das auch noch einmal wiederholen. Also in dem Interview von Charlotte oder auch in den anderen wird immer sehr stark dieses Alleinstellungsmerkmal des Holocaust betont. Wirklich sehr darauf Acht gegeben, dass es keine falschen Parallelisierungen gibt. Also zwischen zum Beispiel im Kosovo-Krieg, den Konzentrationslagern, die es ja auch im ehemaligen Jugoslawien gegeben hat und so weiter und so fort. Weiß ich nicht, ob du was ergänzen möchtest, aber im Prinzip kann ich da im Moment nicht mehr dazu sagen, aber wäre ein interessanter Aspekt, sich das unter dem Blickwinkel noch einmal anzuschauen. Ich möchte vielleicht was sagen zu Johannas Frage nach Autobiografie und Zeitzeugenschaft. Da kann ich auch nur sagen, ich weiß es nicht. Und ich habe, wie du vorhin bei der Einleitung darüber geredet hast, habe ich mir schon gedacht, das wäre ein interessanter Aspekt, nochmal in die Interviews zu gehen und das anzuschauen. Also welche Erzählungen oder welche Erzählformen sind eher der Autobiografie zuzurechnen? Wo sehen sich die Zeit? Also die Interviewten als Zeitzeuginnen und auch ich selbst. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich durchgehend die Interviews als Zeitzeuginnen-Interviews sehe. Ich sehe sie mindestens so sehr als autobiografische Erzählungen. Mich hat immer schon interessiert, diese, wie schon mehrfach die Rede, der gesamte Lebensentwurf, also wie sie selbst die Kindheit, die Verfolgungserfahrungen, die Zeit nach der Verfolgung in ihrer Lebenserzählung verknüpfen. Und was ich eigentlich erwarte, das wäre ein interessanter Zugang, das wirklich nochmal extra anzuschauen. Ich kann es nicht beantworten, ich finde das Spannungsverhältnis sehr interessant. Frau Rippstock, wollen Sie zu dieser Autobiografiefrage auch nochmal was sagen? Ich denke, das ergibt sich auch aus dem, was ich über die sowjetischen ZwangsarbeiterInnen gesagt habe, dass sich die wenigsten als Zeitzeugen verstehen. Es gibt natürlich extreme Fälle, die auch so solche Art von professionellen Zeitzeugen, die dann auch immer in Schulen gehen oder auch Bücher schreiben. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Und ich denke, das ist auch eine Beobachtung von Frau Scherbakowa, und das hat auch viel mit Bildung und sozialer Herkunft zu tun, dass viele auch nicht mal das Konzept von Autobiografie das vertraut sind, sondern dass wirklich, manchmal ist das auch wirklich der erste Anlass, wo sie jemandem überhaupt ihr Leben erzählen. Also dieses, und auch nicht so richtig verstehen, was ist jetzt eigentlich das Interessante daran. So. Danke. Darf ich dann noch was Okay. Also ich habe mich auch gefragt, und ich glaube, es ist generell sehr schwierig, also gerade bei diesen Oral History Interviews, so eine Differenzierung auch vorzunehmen, weil ich denke, sie sind immer beides. Ja? Und gerade wenn man sich die Motivation der Zeitzeuginnen anschaut, also warum sie ein Interview geben, also da gibt es eine ganze Bandbreite, also die wirklich also von der Zeugenschaft ablegen über das Erlittene und aber bis hin der eigenen Familie zu hinterlassen,
wie, also über das eigene Leben zu erzählen. Mhm. Ja? Und die Zeugenschaft bezieht sich ja dann nicht nur auf die Zeit der Verfolgung, sondern meistens wirklich über die ganze Bandbreite, also die ganzen Jahre, Lebensjahre. Und von daher kommt der autobiografische Aspekt wieder viel mehr in den Vordergrund, mhm. verliert aber nie den Impetus der Zeugenschaft. Ich glaube auch, dass es sehr vermischt ist. Ich finde aber dieses Spannungsverhältnis eben deshalb so wichtig, es sich anzusehen, gerade wegen diesen öffentlichen Vernutzungen, von denen Jörg Skrebeleit gesprochen hat. Und da hat die Autobiografie einen etwas anderen Geltungsanspruch als die Zeugenschaft. Und die Spannung zwischen diesen Geltungsansprüchen, glaube ich, spielt eine Rolle. Vielleicht auch genau im Zusammenhang mit dem Punkt, den Brigitte Halbmeier angesprochen hat, nämlich von wem sich Zeitzeuginnen eher bedroht fühlen, von uns Forscherinnen oder von den Medien. Das hat was vielleicht mit dem ganzen Leben oder mit dem sozusagen Geltungsanspruch der Referenzialität zu tun. Und deshalb finde ich die Bezugnahme zwischen diesen beiden Formen, auch wenn sie nicht leicht zu unterscheiden sind, doch ganz wichtig. Jörg, du hast das Schlusswort. Ja, das hast eigentlich du schon gegeben. Das ist genau. Ich finde es nicht nur legitim, sondern sehr notwendig, diese Frage auch in dieser Polarität aufzustellen, weil darin ja schon wieder ein hermeneutisches und heuristisches Interesse drin liegt. Und man kann das vielleicht temporal erklären, man kann es auch auf Subjekt-Objekt-Ebene erklären. Also ist es, was in unserem Berufsfeld ja auch nicht selten vorkommt, dass irgendeine Tochter oder Enkelin ein Manuskript bringt, das sie irgendwo gefunden hat von der Großmutter, was sie bis quasi zum Sterbebett sie jetzt irgendwann verfasst und das wird dann überbracht. Das gibt es auch, solche Formen in Videobotschaften, die man selber aufnimmt. Ich war vor eineinhalb Wochen in Maryland, habe da von einem Liberator von Flossenbürg, der als Army Surgeon gearbeitet hat, dem war das wichtig, das quasi seinem Neffen zu übergeben. Der hat überhaupt nicht an eine, also es ist unabhängig vom Medium. Nicht alles, was Video ist, ist automatisch. Das andere Extrem ist natürlich, und es war mir sehr, sehr wichtig, das auch so deutlich reinzuhauen, und dann komme ich vielleicht noch auf Ihre Sprache. Zeitzeugen, Projekte, die gemacht werden heute oder vielleicht seit 10 Jahren, sind Medaillen, sind Auszeichnungen. Es gibt einen Anerkennungsdiskurs. Wer noch kein Zeitzeugeninterview in Amerika dem Herrn Spielberg gegeben hat, der ist kein Überlebender des Holocaust. Muss man das so deutlich formulieren. Also es gibt einen Run da drauf, weil es ein Anerkennungsdiskurs ist. Das ist in anderen Gesellschaften völlig anders, aber das gibt es tatsächlich. Und auch beim Öffentlichen und auch beim öffentlichen Reden. Es gibt jene, ich will sie nicht Berufszeitzeugen nennen, auch wenn es viele Phänomene gibt, die dafür sprechen, die das brauchen. Dann verändert sich die Erzählung, das ist ein ganz anderes Thema. Spannend für uns wären dann Langzeitstudien, also wann fängt wer an zu erzählen, wie erzählt er, wie entwickelt sich ein Master-Narrative, wie verändert sich das mit dem situativen Erinnerungen, wie gibt es Deckerinnerungen, wie verändert sich die Deutung eines Ereignisses, was Frau Rosenthal erzählt hat, wenn es 3 Wochen zurückliegt und so weiter und so fort. Sehr, sehr, sehr spannend. Wir, die wir damit arbeiten, und das wäre dann Ihre Frage, gerade in dieser Sepia-Optik, also wenn wir über Aufzeichnungen reden, und es ist auf der Subjektebene, ich bin anerkannter Holocaust-Survivor, weil mit mir ist ein Interview gemacht worden, auch als Talking Head, es ist völlig wurscht, wie das ausschaut, aber ich bin gebannt. In unserer Verwendung, deswegen zeige ich diese Sachen auch ganz bewusst, und das hat ja auch mehrere Aspekte. Wie jung sind die da? Das sind nicht ältere Herren und Damen, die irgendwann erzählen, weil irgendein Forscher aus einer deutschen oder österreichischen Universität zu ihnen kommt, sondern die haben schon früher gesprochen, die waren da auch jünger, die waren politischer, langbeinig gerne als Richtige, die waren ärgerlicher, die hatten andere Narrative. Das ist jetzt aber auch mal weggeschoben, auch da muss man genau hinschauen in Langzeitstudien. Im öffentlichen Einsatz von diesen Interviewsequenzen finde ich sehr spannend, dass quasi schon diese Sepia-Optik, also ein Bruch üblicher Wahrnehmungsgewohnheiten dieser Talking Heads in der Black Box, schon wieder eine Irritation hervorruft, und nicht nur bei jugendlichen Besuchern, sondern auch bei Erwachsenen, an die man sich jetzt in unserem museologischen Sinne mit dem wieder produktiv arbeiten kann. Also auch alte Interviews haben aus ganz unterschiedlichen Kontexten einen unheimlich hohen, nicht nur Erkenntnis, sondern auch musealen, museologischen Wert.
Vielen Dank. Ich danke dem Podium. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich fürs Aufmerksamsein und fürs Diskutieren. Und ich habe das Gefühl, wir sind schon in ein Gespräch gekommen und freue mich sehr auf die weiteren Gespräche. Nun aber gibt es Erfrischungen und eine kurze Pause. Alles Gute.